Gut, aber wir reden jetzt über die Energiewende. Das Titel ist die Energiewende zu Ende gedacht. Was wird sich für uns ändern? Das ist ein Vortrag im Rahmen der Bürgeruni. Das ist so eine Vortragsreihe, die die HSHL macht. Da sind so circa 3 Vorträge pro Semester. Das ist jetzt wegen Corona in den letzten Jahren ausgefallen. Ich habe hier sehr viele Bekannte sitzen auch so in der ersten und zweiten Reihe hier. Aber trotzdem, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, stelle ich mich mit ein paar Worten vor. Das ist mir einfach immer ganz wichtig, weil man als Professor auch oft in die Schublade gesteckt wird. Man ist so ein Theoretiker und die haben ja alle keine Ahnung. Deshalb ist es mir immer sehr wichtig, dass ich, bevor ich hier Professor wurde, 23 Jahre in der Industrie, also zwischen meinem Diplom des Maschinenbaus und dem Anfang hier als Professor, habe ich 23 Jahre richtig gearbeitet. Meinen ersten Job habe ich bei der ESA gehabt, bei der Europäischen Raumfahrtagentur. Dazu bringe ich heute sogar auch noch eine Folie, weil das thematisch super gut passt. Dann war ich 9 Jahre beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, aber nicht mehr im Thema Raumfahrt, sondern im Thema Energietechnik. Die haben nämlich eine große Abteilung zum Thema Energietechnik. Da habe ich dann nebenberuflich promoviert in München zu dem Thema solarthermische Kraftwerke. Dann war ich, das war in Stuttgart, das DLR-Zentrum. Dann war ich 2 Jahre in Wiesbaden bei einem Projektentwickler, habe dort Projekte entwickelt in Spanien und im Mittleren Osten. Dann war ich 6 Jahre bei einem großen Ingenieurbüro in Frankfurt. Und da habe ich angefangen als Solarenergieexperte. Und dann war die Wirtschaftslage so, dass sich, das war Anfang der Nullerjahre, kein Mensch für Solarenergie interessiert hat. Und dann habe ich ein paar Jahre lang Meerwasserentsalzung gemacht, weil ich Thermodynamik, also Maschinenbauer bin mit Fachrichtung Thermodynamik und habe ein paar Jahre lang Meerwasserentsalzungsanlagen gebaut und die sind im Wesentlichen im Mittleren Osten. Dadurch habe ich den Mittleren Osten kennengelernt und mit dieser Kombination Solarenergie-Experte und Middle-East-Erfahrung hat man mir dann ein Angebot gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann noch nach diesem Ingenieurbüro in Frankfurt bin ich da abgeworben worden nach Abu Dhabi und habe dann dort ein Projekt geleitet. Das war damals das größte Solarkraftwerk der Welt, 100 Megawatt Kraftwerk, und habe das da geleitet und habe dann mit der Familie 5 Jahre, scheint zu gehen, ne, jetzt wieder, gut, ja, 5 Jahre da in Abu Dhabi gelebt und habe dieses Projekt geleitet. Das Kraftwerk ist innerhalb des Budgets, innerhalb des Zeitrahmens ans Netz gegangen, ist dann ein Jahr später überholt worden, dann ist es jetzt nicht mehr das größte Kraftwerk der Welt, das ist dann in Amerika ist ein größeres gebaut worden, aber ist ja auch schön, dass es immer größere Solarkraftwerke gibt. Und nach 5 Jahren dort habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Also das Projekt war fertig, dann dachte ich, könnte ich noch ein Kraftwerk bauen, dann dachte ich mir aber, jetzt mache ich das, was Fußballspieler machen, wenn sie zu alt geworden sind zum selber spielen. Ich werde jetzt Trainer, das heißt, ich bilde jetzt junge Ingenieure und Ingenieurinnen aus, die dann in Zukunft in meine Fußstapfen treten. Und das mache ich jetzt seit immerhin 10 Jahren hier. Und wir haben schon eine Menge Leute hier ausgebildet, die mittlerweile in aller Welt hier auch tätig sind. Insofern hat das funktioniert. So viel zu meiner Person. Aber jetzt legen wir los mit dem Vortrag. Ja, worum geht es? Deutschland möchte bis 2045 klimaneutral sein. Das heißt, bis dahin sollen keine fossilen Brennstoffe mehr verwendet werden. Das heißt, bis dahin wollen wir uns zu 100% mit erneuerbaren Energien versorgen. 2045, das ist in 23 Jahren. Das ist so lange wie von 1999 bis heute. Das ist nicht viel Zeit. Wenn wir damit ernst machen, dann stehen wir vor dem größten Umbruch unserer Volkswirtschaft seit Beginn der industriellen Revolution. Deshalb mal die Frage, geht das überhaupt? Ist, denke ich mal, eine berechtigte Frage. Und darum geht es halt, das ist das Thema dieses Vortrages. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir vorher mal ein paar Definitionen klarstellen. Es gibt den Primärenergieverbrauch, den Endenergieverbrauch und den Nutzenergieverbrauch. Das sind die Daten von Deutschland 2019. Ich habe 19 genommen, weil 20 war durch Corona stark verfälscht und die 21er Daten sind bis jetzt noch vorläufig, also nehmen wir die 19er Daten. So eine übliche Einheit, wo man Primärenergieverbrauch mit bemisst, das sind die Terawattstunden. Das, wenn wir das mal runden, sind das 3600 Terawattstunden. Und Primärenergie, das ist die Rohform der Energie, so wie sie aus der Erde kommt, beziehungsweise importiert wird. Kohle, Öl, Gas, Uran. Und dann gibt es die Endenergie. Das ist die Form der Energie, so wie sie vom Endverbraucher bezogen wird. Das heißt Benzin, Heizöl, Gas, Strom.
Denn da ist jetzt Strom dabei, das war hier vorne noch nicht dabei. Dafür ist hier kein Uran mehr dabei. Kein Endverbraucher verbraucht Uran, es sei denn, er hatte böse Absichten. Das heißt, der Uran, der wurde zwischendurch im Kraftwerk in Strom verwandelt. Das meiste auch mit der Kohle. Die Kohle auch zum größten Teil, kaum noch ein Endverbraucher benutzt heute Kohle im Kohleofen, sondern das wird im Kraftwerk verstromt. Und dann haben wir die Endenergie. Und da sind 30% der Energie verloren gegangen bis zur Endenergie. Und dann kommt der Schritt zur Nutzenergie. Nutzenergie ist das, was wir eigentlich haben wollen. Das heißt, die Endenergie, zum Beispiel Auto. Die Endenergie ist das, steckt in dem Benzin, das ich da reinstecke. Aber die Nutzenergie ist, dass das Auto sich bewegt. Das heißt, die Nutzenergie ist die Form der Energie, die der Nutzer eigentlich haben möchte. Das heißt, das ist die Bewegung des Autos, das ist das Licht und die Wärme im Haus. Das heißt, wenn ich eine alte Glühbirne betrieben habe, dann hat die zu 10% Licht gemacht und zu 90% Wärme. Das ist ein Wirkungsgrad von 10%. Und Autos haben zwar im Nennpunkt einen Wirkungsgrad von 40%, aber in dem täglichen Fahrzyklus haben sie dann eher 25% Wirkungsgrad, weil sie meistens total übermotorisiert sind. Und wenn sie mit dem Auto, was 200 PS hat, in der Stadt 50 fahren, brauchen sie eigentlich nur 10 PS. Und deshalb hat das Auto dann so einen schlechten Wirkungsgrad. Und insgesamt sind die Verluste vom Schritt der Endenergie zum Nutzenergie 45%. Und was dann hier noch ankommt, sind 1370 Terawattstunden. Das ist die Nutzenergie. Und da jetzt nicht erschrecken, müssen wir jetzt nicht die Zahlen alle durchgehen. Das ist das Energieflussdiagramm von Deutschland im Jahr 2019. Und da gibt es hier, das wird sortiert, die Primärenergie, das Energieaufkommen. Da gucken wir, ich weiß nicht, ob man das, kann man jetzt wahrscheinlich nicht lesen. Hier ist die Kernenergie, hier ist Erdgas, hier sind Mineralöle, Braunkohle, Steinkohle. Und dann kommt hier die Umwandlung. Hier gibt es ganz viel Energie, geht in Kraftwerke. Das ist so das Interessanteste, finde ich, klar, weil ich Energietechnik unterrichte, die Kraftwerke. Da kommt jetzt zum Beispiel Uran, hier kommt hier rein. Und dann kommt das Erdgas, kommt hier rein. Und Braunkohle kommt hier rein. Steinkohle sind zum allergrößten Teil, gehen Braunkohle und Steinkohle in die Kraftwerke. Und dann kommt hier dieser rote Pfeil raus, das ist der Strom. Und das Graue hier, das ist die Abwärme. Und diese Pfeildicke, die repräsentiert ungefähr die Energiemenge. Das heißt, im Kraftwerk geht weit mehr als die Hälfte, geht dann als Verlust aus dem Kühlturm raus und etwas weniger als die Hälfte wird dann Strom. Und hier ist jetzt die Endenergie. Da sehen wir, was benutzen wir als Endenergie? Gase, Öle, Strom. Und sehen Sie, wie wenig Braunkohle das noch ist, ein Steinkohle, was wirklich als Endenergie von den Leuten benutzt wird. Ja, das ist der heutige Stand. Und jetzt ist in diesem Diagramm leider gar nicht schön dargestellt, oder beziehungsweise gar nicht dargestellt, wie viel von der Endenergie jetzt Nutzenergie wird. Und das hat man früher viel schöner gemacht, in der guten alten Zeit, als die Stromversorger noch Monopolisten waren. Da hat das RWE nämlich so viel Geld gehabt, dass die jedes Jahr so ein Energieflussdiagramm gemacht haben. Und ich zeige jetzt mal, denn das Energieflussdiagramm, sehen Sie, hier ist Endenergieverbrauch, ging jetzt nämlich noch ein bisschen weiter nach rechts. Die haben jetzt geguckt, hier ist die Endenergie, ja, so viel Kohle brauchen wir, so viel Öl, so viel Gas, so viel Strom. Und dann wird jetzt geguckt, wer verbraucht denn das? Das wird jetzt geguckt, wer verbraucht das? Hier die Industrie, der Verkehr, der Haushalt und Gewerbehandel, Dienstleistung. Und dann wird noch geguckt, was machen die jetzt einzeln damit? Die Industrie macht hier Prozesswärme, Raumwärme, mechanische Energie. Und der Verkehr, wie man annehmen kann, der macht fast alles mechanische Energie. Der Verkehrssektor, der verbraucht die Energie halt, um Bewegung zu erzeugen und so weiter. Und dann der letzte Schritt ist jetzt, was wird denn jetzt Nutzenergie? Wie viel Prozent des Benzins, was hier verbrannt wird, wird jetzt Nutzenergie? Und das sind hier nur 20% beim Auto. Das sind heute aber 25%, weil die Wirkungsgrade ein bisschen besser geworden sind. So, da sehen wir also ein Beispiel hier. Das ist die mechanische Energie, die man im Verkehr verbraucht. Und davon wird 20% zur Nutzenergie. Und dann gibt es hier bei der Raumhaushalt, was ist der größte Energieverbraucher im Haushalt? Das ist die Raumwärme. Und solche Brenner, die haben einen ganz guten Wirkungsgrad, bezogen auf den unteren Heizwert, haben die sogar einen Wirkungsgrad von über 100%. Und insgesamt haben wir dann hier die Nutzenergie, die insgesamt in Deutschland ankommt. Also das macht, was wir eigentlich wollen. Und hier sind eben nochmal eine Menge Verluste. Das heißt, eben hatten wir die Verluste aus dem Kraftwerk, das war der Kühlturm und so weiter. Und jetzt haben wir hier die Verluste zum Beispiel aus dem Auspuff vom Auto oder das, was am Kühler abgeführt wird. Und das war also dieses Energieflussdiagramm vom RWE. Da sieht man übrigens, dass die größten drei Energieverbraucher, kann man zusammenfassen, die machen zusammen 67% von unserem gesamten Energieverbrauch aus. Das ist in der Industrie die Prozesswärme, also Stahl schmelzen, Zement brennen. Dann ist der erste. Dann der zweite ist die Bewegungsenergie im Verkehrssektor
Und das dritte ist die Raumwärme in Häusern. Also private Häuser heizen macht 21% von der gesamten Energie aus in Deutschland, die in Deutschland verbraucht wird. Häuser heizen sind 21% der gesamten Energie. Auch wenn das nicht so besonders fancy ist, einfach nur so ein bisschen hauswarm machen, aber es wird halt super viel Energie dafür verbraucht. So, warum habe ich Ihnen das Ganze jetzt gezeigt? Weil wir nämlich jetzt mal gucken, dass dieser Schritt von der Endenergie zur Nutzenergie nicht so schlecht sein muss, wie er heute ist. Nochmal hier beim Auto wird 20% des Benzins in Bewegung umgewandelt, 80% geht aus dem Auspuff oder aus dem Kühler raus. Und bei der Raumwärme haben wir hier ungefähr 100% Nutzung. Und da gibt es jetzt in Zukunft zwei Möglichkeiten, wie sich das Ganze ändern kann. Gucken wir uns mal an. Jetzt bin ich nicht mehr in dem 1995er Diagramm, sondern wieder in dem heutigen Diagramm. Endenergie für Bewegung im Verkehr wird mit einem Systemwirkungsgrad der Autos von 25% umgewandelt. Das heißt, die Nutzenergie, das heißt wirklich die Bewegung der Autos und LKWs, sind dann 180 Terawattstunden. Wenn wir jetzt Elektromobilität hätten, dann würde, so ein Elektroauto hat einen Systemwirkungsgrad von 80%, dann würden wir für die gleiche Endenergie, wir sagen jetzt, wir wollen genauso viel fahren wie vorher. Ich meine, das können wir nachher auch noch diskutieren, ob das so sein muss, aber einfach, damit wir eine Basis haben. Wir wollen genauso viel fahren wie vorher. Das heißt, die Nutzenergie ist bei beiden gleich. Und dann rechnen wir jetzt hier rückwärts, wir teilen durch 0,8 und dann sehen wir, die Endenergie, die wir bräuchten, ist jetzt nur noch so groß. Und die Differenz zwischen dem, was an Endenergie heute mit Benzin und Diesel verbraucht wird und was mit Strom verbraucht würde, ist diese Zahl, fast 500 Terawattstunden oder 20% der heutigen Endenergie, die würde also überhaupt nicht mehr gebraucht, diese Endenergie, wenn wir alle umsteigen auf E-Mobilität. Jetzt kommt das Beispiel mit dem Heizen. Heutige Kesselwirkungsgrade bezogen auf den unteren Heizwert sind gerundet 100%. Das heißt, wir haben 505 Terawattstunden Endenergie Raumheizung, werden auch 505 Terawattstunden Nutzenergie. Jetzt wieder die gleiche Überlegung. Wir ändern nichts an unserem Heizverhalten, nehmen also die gleiche Nutzenergie. Und jetzt haben wir Wärmepumpen mit einer Jahresarbeitszahl von 2,5. Das heißt, ja, eine Jahresarbeitszahl von 2,5 heißt, dass wir aus einer Kilowattstunde Strom 2,5 Kilowattstunden Wärme machen. Und das kann im Mittel durchaus auch noch höher sein. Das ist konservativ gerechnet. Ich gucke hier in der ersten Seite, so erste Reihe hier zu unserem Heizungsbauer. Ja, 2,5 ist konservativ gerechnet. Ja, das sagt der Praktiker hier. So. Also Jahresarbeitszahl von 2,5 heißt eigentlich ein Wirkungsgrad von 250%. Aus einer Kilowattstunde Strom werden 2,5 Kilowattstunden Wärme. Das heißt, wenn ich jetzt hier von der gleichen Nutzenergie zurückrechne, teile ich durch 2,5 und habe jetzt nur noch so viel Endenergie. Das heißt, ich habe wie viel eingespart? Die Differenz von dem nach dem ist 303 Terawattstunden oder 12% der heutigen Endenergie. Alleine durch diese beiden Maßnahmen habe ich schon 32% der heutigen Endenergie eingespart. Die muss ich jetzt nicht mit teuren Windrädern erzeugen, sondern die ist einfach eingespart, weil ich eine intelligentere Technik benutzt habe. Was man natürlich oft nicht berücksichtigt, was wir auch später noch diskutieren, auch der Nutzenergiebedarf kann sinken. Das heißt, wenn Leute ihre Häuser isolieren, dann brauche ich weniger Energie zum Heizen. So, und jetzt gucken wir mal an, wenn wir diese beiden Schritte nehmen jetzt im Jahre 2045 und rechnen jetzt mal rückwärts von der Nutzenergie mit den geringeren Umwandlungsverlusten, weil wir jetzt nämlich sehr viel Elektromobilität haben und sehr viel Wärmepumpen, dann rechnen wir jetzt von der Nutzenergie mit den neuen Verlustprozentzahlen nach oben. Und ich habe mir jetzt hier mal erlaubt, dass die Nutzenergie 25% niedriger ist als heute. Das geht ohne Komfortverlust. Diese 25% weniger Nutzenergie gehen alleine dadurch, dass wir den Häuserbestand besser isolieren und ein bisschen weniger Auto fahren. Also das können wir auch gerne nachher in der Diskussion nochmal beleuchten. Das ist kein großer, also das Wesentliche, die Einsparung hier bei der Nutzenergie ist, dass wir die Gebäude besser isolieren. Dann haben wir jetzt den Nutzenergieverbrauch vorher. Und hier ist der Nutzenergieverbrauch dann um 25% reduziert. So 75% von dem heutigen. Und jetzt durch diese intelligentere Nutzung, das war jetzt aber eigentlich in dieser Folie hier, weniger Verluste im Motor und im Heizkessel. Und hier haben wir weniger Umwandlungsverluste als vorher, weil wir viel weniger thermische Kraftwerke haben. Wir werden eben nicht mehr Kohle und Uran und Gas so viel in unseren Kraftwerken verbrennen, sondern viel mehr Sonne und Wind haben. Dadurch sind die Umwandlungsverluste hier viel kleiner. Und dann sieht also die Kette jetzt so aus. Wir werden also im Jahr 2045 so viel Nutzenergieverbrauch haben, das ist ein Viertel weniger als heute.
dann sind die Verluste auf dem Schritt von End- zu Nutzenergie nur noch so groß und damit ist der Endenergieverbrauch jetzt viel kleiner schon als 2019, nämlich nur noch 56% davon. Und dann sind hier die weniger Verluste, weil wir viel weniger thermische Kraftwerke haben. Und dann kommen wir auf diesen Primärenergieverbrauch, den können wir jetzt mal runden auf 1800. Das heißt, der Primärenergieverbrauch hat sich jetzt durch diese Maßnahmen halbiert, von 3600 auf 1800. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass wir nämlich sagen, ob wir Deutschland wirklich mit erneuerbaren Energien alleine versorgen können. Dass wir nämlich erstmal den Primärenergiebedarf halbieren gegenüber heute. Und das geht ohne Komfortverlust. Wenn wir noch ein bisschen Komfortverlust reinnehmen, dann können wir es sogar noch mit noch weniger Energie machen. Es gibt auch sehr viele Studien, die sagen, wir kommen mit 1500 Terawattstunden aus, aber ich habe hier mal konservativ gerechnet. So, also das ist die Energie, die wir dann erzeugen müssen. Und das ist, wie gesagt, bei Interesse ist das alles hinterlegt mit sehr genauen Rechnungen. Sie haben eben dieses Energieflussdiagramm gesehen. Da ist jeder einzelne Schritt da jetzt auch mit Rechnungen hinterlegt. Das ist ja also nur die Essenz. Wir merken uns für den Rest der Vorlesung jetzt 1800 Terawattstunden müssen wir irgendwie erzeugen. So, jetzt gucken wir uns mal an. Zwischenbilanz der Energiewende hier bis zum Jahre 2020. Da in den Sektoren Strom, Verkehr und Wärme. Da haben wir beim Strom schon sehr viel geleistet. Wenn wir gucken, im Jahre 2000, da hatten wir Strom 5% erneuerbare und in 2020 hatten wir schon 45% erneuerbare Energien. Das beim Strom. Beim Verkehrssektor sieht das nicht so toll aus. Das ist seit 10 Jahren stagnierend, so bei 7%. Das ist einfach diese Beimischung im Treibstoff. Das heißt, im Diesel ist ein bisschen Biodiesel beigemischt und dann im Benzin ist eben auch Biokraftstoff beigemischt und das hat sich seit 10 Jahren auch nicht mehr erhöht. Das sind 7% und da kriegen wir auch keine Erhöhung hin, wenn wir nicht was grundlegend anders machen. Und bei der Wärme ist auch eine Stagnation. Jetzt gucken wir uns diese drei Sektoren mal an und genau, Strom ist nicht alles. Die Leute, die immer sagen wollen, wir haben schon ganz viel erreicht, die reden immer vom Strom und sagen, wir haben 45% Strom, aber Strom ist nicht alles. Nur ungefähr ein Drittel des Primäraufkommens geht in die Stromerzeugung und deshalb ist primärenergetisch der erneuerbare Anteil in Deutschland zurzeit ungefähr 16%. Es kommt also immer darauf an, welche Geschichte möchte ich erzählen. Möchte ich sagen, Erneuerbare sind schon ganz toll, dann rede ich nur vom Strom und sage 45%. Aber eigentlich muss ich ja von der gesamten Energie rechnen. Und da ist Erneuerbare zurzeit 16%. Jetzt gucken wir uns die drei Sektoren mal nacheinander an. Hier Sektorenkopplung, Strom. Die Erneuerbaren haben schon 45%. Welche sind das? Hier ist die Wasserkraft. Die hat knapp 10% von dem erneuerbaren Strom und die gab es immer schon in Deutschland. Das ist die älteste erneuerbare Energie. Dann kommt Windenergie an Land. Das wissen auch viele nicht. Das ist also der größte Faktor. Der macht 40% der Erneuerbaren. Dann kommt Windenergie auf See. Dann kommt die Photovoltaik. Dann kommen biogene Brennstoffe hier. Und hier Klärgas, Biogas. Und so sieht also die Stromerzeugung aus. Also ganz grob, die Hälfte macht der Wind. Ein Viertel macht die Sonne und ein Viertel macht Bio. Das heißt, die heutigen Rennanteile im Stromsektor bestehen im Wesentlichen aus Sonne, also Photovoltaik, Wind und Biomasse. Signifikante Steigerungen sind aber nur noch im Bereich der Photovoltaik und Wind realisierbar, weil Biomasse, Deutschland ist kein sehr großes Land und macht heute schon sehr viel Anbau von Biopflanzen. Was denken Sie dann, wie viel Prozent der deutschen Landwirtschaftsfläche wird denn heute schon für Energiepflanzen benutzt? So gehe ich mal in die zweite Reihe. Nee, so viel die Hälfte hat er gesagt. Nee, aber 20%. 20% des deutschen Ackers, knapp 20, 18,9 oder so, wird heute schon für Energiepflanzen benutzt. Das ist eine ganze Menge. Und wenn wir bedenken, dass wir mit den Trockenheiten, die wir in Zukunft erwarten, müssen wir vielleicht doch lieber unsere Lebensmittel anbauen. Das heißt, da ist definitiv keine Steigerung drin. Vielleicht muss man das sogar verringern. Das heißt, also hier diesen Anteil, da wird sich nichts mehr steigern. Das Einzige, was wir, also Wasserkraft können wir auch nicht mehr steigern. Unsere Flüsse haben schon genug Dämme und aus Naturschutzgründen können wir da auch nicht noch mehr machen. Das heißt, das Einzige, was wir noch wirklich machen können, ist Wind und Sonne erhöhen. Und das ist leider mit dem Problem verbunden, dass das ja fluktuierender Strom ist. Das ist die besondere Herausforderung dabei, der man aber durchaus begegnen kann. Dann gucken wir jetzt in Sektorenkopplung Verkehr. Wo kommt jetzt der erneuerbare Anteil im Verkehr her? Das ist zu 2/3 Biodiesel, dann Bioethanol, was dem Benzin beigemischt wird. Und hier Stromverbrauch im Verkehr. Das sind noch nicht die paar Elektroautos, die hier rumfahren, sondern das ist im Wesentlichen die Deutsche Bahn und die ganzen S- und U-Bahnen.
Also der heutige REN steht für Renewable Energies, also erneuerbare Energien. Der heutige REN-Anteil im Verkehrssektor besteht im Wesentlichen aus der Beimischung von biomassebasierten Kraftstoffen zu Benzin und Diesel. Dieser Anteil lässt sich nicht weiter steigern. Das Stichwort dazu ist die Teller-Tank-Diskussion. Also machen wir unsere Biomasse für die Teller zum Essen oder für den Tank. Und ein signifikantes Eindringen der erneuerbaren Energien in den Verkehrssektor wird also nur gelingen durch Elektromobilität. Jetzt kommen wir zum Thema Wärme. Wer macht den Bioanteil in der Wärme? Gucken wir mal, biogene Festbrennstoffe Haushalt, biogene Festbrennstoffe Gewerbehandel Dienstleistung, biogene Festbrennstoffe Industrie. Das ist ein langes Wort, biogene Festbrennstoffe. Weiß einer, gibt es ein kürzeres Wort für? Holz, ne? Genau, das ist Holz. So, da sind zwei Drittel. Also von dieser magischen erneuerbaren Energie im Wärmesektor ist zwei Drittel einfach, dass Holz verbrannt wird. So einfach ist das. Und dann kommen die anderen Sachen. Hier kommt Biogas dazu, Deponiegas, ein bisschen Wärme kommt aus der von solarthermischen Anlagen, biogener Anteil des Abfalls. Aber auch hier gilt, das ist die Message, also erstmal gilt hier, dass der heutige Anteil im Wärmesektor besteht im Wesentlichen aus der Verbrennung von Biomasse, Holz, Holzpellets, Biogas. Auch dieser Anteil lässt sich in Deutschland nicht mehr wesentlich steigern. Das ist das Stichwort hier industrielle Waldnutzung gegenüber Naturschutz. Das heißt, ein signifikantes Eindringen der erneuerbaren Energien in den Wärmesektor wird nur gelingen durch Power to Heat. Das heißt, dass man aus Strom Wärme macht. Und zwar mit und ohne Wärmepumpen. Mit Wärmepumpen in der Grundlastanwendung. Und ohne Wärmepumpen bei Anwendung zur Verwertung von Überschussstrom. Es gibt schon einige große Heizkraftwerke in Norddeutschland, die haben riesige Tauchsieder. Wenn dann der Windstrom in Norddeutschland nicht nach Süden transportiert werden kann, bevor sie den dann einfach die Windparks abschalten, machen die dann mit dem Strom Wärme und machen dann in ihre Fernwärmenetze in Hamburg und Bremen dann den Strom rein. Und das ist dann also jetzt ohne Wärmepumpe. Und in Grundlast sollte man halt den Strom nicht einfach nur als Widerstand verheizen, sondern mit einer Wärmepumpe, mit einer Jahresarbeitszahl von vielleicht 2,5 oder 3 dann in Wärme umwandeln. Ja, und jetzt hört man so viel von Wasserstoff. Was ist mit Wasserstoff? Da denken manche Leute, man könnte jetzt einfach, da wo heute mit Erdgas geheizt wird, könnte man in Zukunft mit Wasserstoff heizen oder die Autos sollten alle mit Wasserstoff fahren. Das ist technisch möglich, wir wollen das mal kurz beleuchten. Also wenn man aus dem erneuerbaren Strom erst Wasserstoff macht und dann wieder Strom in der Brennstoffzelle im Auto, ein Wasserstoffauto fährt ja auch mit Strom, das ist vielen Leuten auch nicht bekannt, ein Wasserstoffauto ist ein Elektroauto, was den Strom aus dem Wasserstoff rauszieht. Man hat einen Wasserstofftank und dann ein Gerät, das ist die sogenannte Brennstoffzelle, wo man den Wasserstoff reinschickt und dann kommt Strom raus. Und damit kann man dann fahren. Und wie wurde der Wasserstoff erzeugt? Aus Strom. Und da kriegt man nachher 40% des ursprünglichen Stroms zurück. Also man hat Strom aus einer Windkraftanlage und dann macht man Wasserstoff und dann macht man wieder Strom und dann hat man nachher weniger als 40% davon. Das heißt, die Umwandlung von der Endenergie in die Nutzenergie ist genauso schlecht wie heute. Das heißt, diesen Vorteil, den ich eben aufgezeigt habe von der Elektromobilität und dass wir damit 20% von unserem Energieverbrauch alleine durch Effizienz sparen, der ist dann verspielt. Es gibt also keinen Effizienzgewinn. Und wenn man statt mit einer Wärmepumpe heizt, mit Wasserstoff heizt, so wie man heute Erdgas verheizt, dann hat man nicht den Strom mal 2,5, wie man es mit einer Wärmepumpe hat, sondern den Strom mal 0,6. Weil dann habe ich irgendwo Strom aus einem Windpark und mache damit Wasserstoff mit einem Wirkungsgrad von 60%. Und den kann ich dann verheizen. Das heißt, wenn ich diese beiden Systeme miteinander vergleiche, habe ich einmal bei der Wärmepumpe einen 2,5-fachen Gewinn und bei der Wasserstoffverbrennung habe ich also 40% Verlust, habe ich nur 60% übrig. Wenn Sie das durcheinander teilen, das heißt, man braucht 4-mal mehr Strom zum Heizen, wenn man daraus Wasserstoff macht und den dann verheizen will. Ein ganz wichtiges Zwischenfazit dann also für die praktische Anwendung. Die Elektrifizierung bei Auto und Heizung ist nicht eine Frage der persönlichen Vorlieben, sondern sie ist aus der Systemsicht einfach geboten. Man hat bei der Diskussion, wenn man sagt, ja, willst du dir nach dem Verbrenner mal ein anderes Auto kaufen, vielleicht ein Elektroauto, dann sagen viele, ach, ich warte, bis Wasserstoff billiger ist. Also erstens können Sie lange warten, ist eine gute Entschuldigung dafür, dass Sie gerne Ihren Benziner weiterfahren, weil das wird nicht billiger werden. Es ist vor allen Dingen auch schlechter. Es ist einfach energetisch nicht sinnvoll, ein Wasserstoffauto zu fahren. Und genauso braucht man auch nicht warten,
bis man dann aus der Erdgasleitung, wo heute Erdgas rauskommt, Wasserstoff rauskommt, um das zu verheizen. Das wird nicht passieren. Das ist eine ganz wichtige Message, die ich hier heute Ihnen mitgeben möchte. Ja, wofür also Wasserstoff? Alle reden doch über Wasserstoff. Und ja, da gibt es eine Menge in der Tat zu tun für den Wasserstoff. Also erstmal sind Batterien sehr schwer und daher nicht in allen Fahrzeugkategorien einsetzbar. Wasserstoff könnte sich daher durchsetzen, zum Beispiel bei Lkw und Bussen im Fernverkehr. Definitiv nicht im Nahverkehr. Im Nahverkehr, Bus hat eine Reichweite, eine Strecke pro Tag, die man gut mit der Batterie schaffen kann. Aber im Fernverkehr, wenn so ein Lkw dann mal 1000 Kilometer am Tag fährt und mehr, dann ist Wasserstoff vielleicht eine Option, weil das Batterieladen einfach zu lange dauert. Und auch ein Hochseeschiff, das rechne ich mit meinen Studenten gerne mal durch, wenn sie jetzt ein Containerschiff von hier nach Amerika schicken wollen, wie viel PS hat der Motor, wie lange läuft der, das ist 8 Tage unterwegs. Und dann, wie schwer wäre die Batterie, die dieses Schiff nach Amerika antreibt, dann kommen sie darauf, dass es ungefähr das Schiff die Batterie tragen kann. Aber dann ist auch Schluss, ne? Als Nutzlast kann dann der Kapitän noch ein Ferrero-Küsschen mitnehmen, ne? Lassen wir es 2 sein, wie Helge Schneider so sagt, ne? Ja, auf jeden Fall hat es das dann nicht gebracht. Und da ist dann Wasserstoff in der Tat eine Option. Und auch bei Langstreckenflugzeugen ist das, Batterien sind da zu schwer. Und außerdem wird Wasserstoff gebraucht für die Energiespeicherung, da gehen wir gleich noch ein, weil mit Batterie können wir keinen saisonalen Strom speichern. Das wir jetzt im ganzen Sommer werden wir in Zukunft Überschussstrom haben aus Photovoltaik. Und den können wir nicht in Batterien speichern für den Winter. Die Batterien wären viel zu teuer und viel zu groß. Und da ist Wasserstoff eine Option. Und das ist das Wichtigste eigentlich als Rohstoff in der Industrie. Die Industrie verbraucht heute schon in Deutschland 57 Terawattstunden Wasserstoff. Das ist eine ganze Menge. Darauf kommen wir gleich auch nochmal im Detail. Und für die CO2-freie Stahlerzeugung. Stahlerzeugung ist ein großer CO2-Emittent. Die kann man umstellen auf Wasserstoff, von Koks auf Wasserstoff. Und wenn wir die komplette Stahlmenge, die wir heute in Deutschland erzeugen, mit Wasserstoff erzeugen wollten, dann bräuchten wir nochmal 57 Terawattstunden Wasserstoff. Und wie viel das ist, so zum Einordnen, da komme ich gleich noch mit einer anderen Folie. Und Wasserstoff in Bussen würde ich sagen, höchstens in der Form als Range Extender. Was ist ein Range Extender? Das ist ein Reichweitenvergrößerer. Der normale Wasserstoffbus, die es ja auch gibt und die ja auch in Hamm vielleicht angeschafft werden, der sieht so aus, der hat einen großen Wasserstofftank, eine große Brennstoffzelle und hier ist der Elektromotor. Der hat auch eine Batterie, die ist aber relativ klein, die ist ungefähr so groß wie in so einem Renault Zoe, 30 Kilowattstunden. Warum hat er wohl eine Batterie, trotzdem noch eine Batterie? Zum Beschleunigen, genau, und dass er beim Bremsen die Energie wieder aufnehmen kann. Ja, der hat ja einen Elektromotor, habe ich ja gerade gesagt, ein Wasserstofffahrzeug ist ein Elektrofahrzeug. Das heißt, wenn der bremst, wird der Motor zum Generator und damit man diese Energie irgendwo zwischenspeichern kann, hat er eine Batterie. Und eben auch zum Beschleunigen, sodass die Brennstoffzelle mehr konstant fahren kann und die Spitzen, die nimmt dann die Batterie weg. So, aber eben so ein Brennstoffzellenbus hat den Nachteil, wie ich gerade erklärt habe, der braucht 2,5-mal mehr Energie als der Elektrobus wegen dieser Umwandlungsverluste. Und der reine Elektrobus, der würde jetzt eine viel größere Batterie haben. Und da haben wir aber auch ein Problem, dass nämlich manche Städte, so wie jetzt zum Beispiel Lippstadt, da wird die Busse ja auch stark diskutiert, da gibt es sehr viele Strecken, die sind sehr lang. Und dann muss man für die Busse, die langen Strecken bedienen, eine sehr, sehr große Batterie einbauen. Und große Batterien sind sehr teuer und sehr schwer. Und da kann es ein guter Kompromiss sein, dass man ein bisschen Wasserstoff an Bord nimmt. Wasserstoff ist ja dafür bekannt, dass es nicht so schwer ist. Und eine Brennstoffzelle. Das heißt, an den Tagen, wo der Bus eine von den langen Strecken fährt, da wird dann die Batterie während des ganzen Tages hier aus der Brennstoffzelle zusätzlich gespeist. Deshalb muss die Leistung auch nicht so ganz groß sein. Das heißt, diese kleine Brennstoffzelle arbeitet den ganzen Tag so ungefähr mit 30 kW hier, um die Batterie wieder aufzuladen. Und das hat noch einen ganz, ganz wichtigen Vorteil, der vielleicht der wichtigste dabei ist, wenn wir in Zukunft wirklich unseren Strom basieren lassen auf Erneuerbaren, also auf Wind und Sonne. Und wir haben diese sogenannte Dunkelflaute, das ist, finde ich, ein ganz gutes Wort, weil es die Sache gut beschreibt. Es ist dunkel und es gibt keinen Wind. Wenn wir eine mehrtägige Dunkelflaute haben, dann wird der Strom sehr, sehr teuer. Und dann wird alle die Leute, die dann Strom verbrauchen müssen, dann ist das gut, wenn die ein Backup-System haben.
Und ein Bus mit so einem Range Extender, den kann man an diesen Tagen dann einfach mit Wasserstoff fahren. Den lädt man dann nachts nicht auf, weil der Strom knapp ist, sondern dann fährt der mit an den Tagen, ein paar Tagen im Jahr halt mit Wasserstoff. Genauso auch die Heizsysteme. Leute, die eine Wärmepumpe haben, die sind dann gut beraten, wenn sie heute noch einen Kaminofen haben, dass sie auch den Kaminofen behalten und an den paar Tagen im Jahr mit Dunkelflaute, wo der Strom sehr, sehr teuer ist, wenn die dann mit Holz heizen können, dann ist das eine Riesenentlastung für das Stromnetz. Das heißt, es ist erstmal für die Leute gut, weil sie dann den teuren Strom nicht kaufen müssen. Ein kleiner Einschub, das habe ich noch nicht gesagt. Wir werden in Zukunft mit den Smart Meters, werden wir 15-minütig ändernde Strompreise haben. Da können Sie, wie auf Ihrer LCD-Anzeige, also überall auf so eine, wie Sie die Uhr haben, an Ihrem Herd, werden Sie dann den aktuellen Strompreis sehen. Der ändert sich alle 15 Minuten. Und wenn Dunkelflaute ist, ist der Strom sehr, sehr teuer. Und wenn viel Wind weht und viel Sonne scheint, dann ist der Strom sehr, sehr billig. Und dann sind Sie als Verbraucher froh, wenn Sie dann an solchen Tagen nicht mit Ihrer Wärmepumpe heizen müssen, sondern dann einen Kamin haben. Und der Netzbetreiber ist froh, dass an solchen Tagen eben manche Verbraucher dann wegfallen, weil die eben so ein Backup-System haben. Und genauso jetzt hier bei diesem Bus. Dafür ist dieser wasserstoffbasierte Range-Extender ganz gut. Aber der muss auch nicht wasserstoffbasiert sein. So, jetzt habe ich eigentlich alles schon erzählt, was ich zu dieser Folie sagen will. Deshalb kann ich das jetzt hier eigentlich weglassen, was ich hier zeige. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, wenn das hier funktioniert. Und dann können Sie das auch in 2 Wochen auf unserem YouTube-Kanal bei Interesse dann auch nochmal nachlesen. Also die großen Vorteile von diesem Hybrid sind, der ist energieeffizienter als der reine Wasserstoffbus, weil er eben nicht diese Umwandlung über den Wasserstoff macht. Er hat eine kleinere Brennstoffzelle als der Wasserstoffbus. Er hat eine kleinere Batterie als der reine E-Bus. Das macht ihn billiger. Das heißt, die Batterie ist leichter, kleiner und billiger. Und dadurch hat er niedrigere Lifecycle-Costs als der reine E-Bus und als der reine Wasserstoffbus. Das ist also eine intelligente Kombination. Und das habe ich eben schon gesagt, der vielleicht wichtigste Vorteil des Brennstoffzellen-Racks gegenüber dem reinen E-Bus: bei Stromknappheit kann auf Wasserstoff gefahren werden und das ist dann netzdienlich. Aber apropos Hybrid, der REX, also REX steht für Range Extender, dieser Reichweitenverlängerer, der REX muss nicht unbedingt mit Wasserstoff betrieben werden. Man kann auch Biokraftstoffe nehmen, denn Wasserstoff ist sehr schwer zu handeln, da kommen wir auch gleich noch drauf. Oder E-Fuels. E-Fuels kann man aus Wasserstoff machen. Die sind zwar noch teurer als Wasserstoff, weil noch ein bisschen mehr Energie verloren geht, aber sie sind leichter zu handeln. Die E-Fuels haben bei der Herstellung noch mehr Verluste als Wasserstoff, sind aber leichter zu handhaben. Mit Biokraftstoffen haben wir natürlich die Teller-Tank-Diskussion und Biokraftstoffe sind nicht sehr effizient in ihrer Gewinnung. Das beleuchte ich jetzt hier auf dieser Folie mal. Warum sind Biokraftstoffe nicht sehr effizient in ihrer Gewinnung? Ein Rechenbeispiel. Um ein Auto die in Deutschland üblichen 14.000 Kilometer pro Jahr zu bewegen, benötigt man eine Photovoltaikanlage von 2,8 Kilowatt Peak. Und die benötigt eine Fläche von 14 Quadratmetern. Wenn wir jetzt das auf Freifläche machen, wenn wir nicht privat auf dem Haus haben, dann nehmen wir an eine Flächenbelegung von 60%. Das heißt, wir teilen diese 14 Quadratmeter nochmal durch 0,6. Dann müssen wir 23 Quadratmeter Ackerfläche belegen, damit ein durchschnittlicher Autofahrer sein Auto ein Jahr lang damit bedienen kann. Um einen Verbrenner, der 6 Liter Diesel verbraucht, auf 100 Kilometer mit Biodiesel zu versorgen, benötigt man einen Acker von 1260 Quadratmeter. Das ist die 50-fache Fläche. So viel erstmal zu dem Thema, wenn wir alle mit Biokraftstoff fahren wollten, das geht überhaupt nicht. Also alle mit alles Biokraftstoff, dann wäre, selbst wenn wir die gesamte landwirtschaftliche Fläche in Deutschland nutzen, haut das nicht hin. Das müssen wir uns einfach mal klar machen. Trotzdem kann Biokraftstoff als Kraftstoff für den Range Extender sinnvoll sein. Statt heute 7% für alle beizumischen, dass jeder das so nebenbei mit verbrennt, können wir diese Menge dann sammeln und dafür bereitstellen für die Tage mit der Dunkelflaute, wenn dann die Fahrzeuge ihren Range Extender anschmeißen. Das ist eine große Menge, 7% von unserem Treibstoff, und da kommen wir sehr, sehr weit mit. Und dann brauchen wir vielleicht für den Verkehrssektor gar keinen Wasserstoff. Denn wir brauchen den Wasserstoff eigentlich für andere Sachen. Wasserstoff wird gebraucht. Warum? Wenn eine Industrie ganz ohne fossile Energien auskommen soll, dann benötigt sie Wasserstoff. Aus diesen Gründen. Es ist eine Push-Pull-Situation, also Schieben und Ziehen.
Warum? Beim weiteren Ausbau von Wind und Photovoltaik wird es zu Stromüberschüssen kommen. Und diese Stromüberschüsse muss man irgendwie nutzen. Also wenn wir immer mehr größere Windparks bauen, werden die immer öfter an die Situation kommen, dass der Strom übrig ist, weil alle schon ihren Strom haben, den sie brauchen. Und dann kann man im Grunde genommen nichts anderes mehr machen, als einen Elektrolyseur anschmeißen und damit Wasserstoff erzeugen. So wie, wenn Sie zu viel Geld auf dem Girokonto haben, schmeißen Sie das irgendwo auf Ihr Sparkonto. Geht ja demnächst vielleicht wieder, ne, wenn wir demnächst wieder Zinsen kriegen. Also auf jeden Fall dieses Bild, die Älteren von Ihnen wissen noch, was Zinsen, Sparzinsen sind. Ne? Ja, gut. Also so muss man sich das dann vorstellen, wenn zu viel Strom im Netz ist, den wir jetzt nicht brauchen, dann legen wir es aufs Sparkonto und das ist der Elektrolyseur, der Wasserstoff erzeugt. So, und dann muss diese Energie von den Zeiten mit Überschussstrom, also windig und sonnig, gespeichert werden, damit sie an den Tagen mit Stromknappheit, also die Dunkelflaute, zur Verfügung steht. Und dann haben wir Wasserstoffkraftwerke. Die gute Nachricht ist, alle Gaskraftwerke kann man mit sehr kleinem Geldaufwand umbauen. Die Gasturbine, die Brennkammer, ein paar andere Düsen rein. Die Siemens liefert alle Gasturbinen mittlerweile Wasserstoff-ready aus. Die müssen nur in der Brennkammer ein paar Düsen austauschen. Dann können die in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden. Das heißt, in den Tagen mit Dunkelflaute wird der Wasserstoff, der in Zeiten mit Überschussstrom erzeugt wurde, dann in den Kraftwerken verstromt. Das heißt, wir sind nicht ohne Kraftwerke in dieser erneuerbaren Welt, wie manche Leute das immer so bedrohlich darstellen. Ja, und diese saisonale Speicherung, die geht nur mit Wasserstoff. Wasserstoff für was? Es ergibt sich jetzt die Frage, wie die im Wasserstoff gespeicherte Energie am besten genutzt wird. Und da zunächst mal die Frage stofflicher Verwertung. Ich hatte eben gesagt, es gibt heute schon einen riesen Wasserstoffmarkt, 57 Terawattstunden. Das ist eine große Menge. Damit werden Düngemittel hergestellt. In der chemischen Industrie wird einfach viel Wasserstoff verbraucht. Und die Frage, brauchen wir dafür Wasserstoff? Ja klar, weil ohne Konkurrenz. Wenn ein Prozess Wasserstoff braucht, dann braucht er Wasserstoff. Ganz einfach. So, und jetzt wollen wir mal diesen Bedarf einordnen. Das ist eine ganz wichtige Folie. Der heutige Bedarf an Wasserstoff beträgt 57 Terawattstunden im Jahr. Und der Strombedarf, um das herzustellen, die Elektrolyse hat einen Wirkungsgrad von 60%. Das heißt, ich muss dann diese Energiemenge, die der Wasserstoff haben soll, durch 0,6 teilen, dann kriege ich den Strombedarf, den ich dafür habe. Und 57 durch 0,6 sind 80 Terawattstunden. So viel Strom brauche ich, um den Wasserstoff zu erzeugen, den wir heute aus Erdgas machen. Heute machen wir den Wasserstoff aus Erdgas. Und wie viel Stromerzeugung haben wir in Deutschland? Weiß das einer? 570 Terawattstunden, ne? Wir hatten ein bisschen Verzögerung hier. Okay, muss ich einfach blind, also ich schreibe hier und eine Sekunde später erscheint das. Okay, aber habe ich hingekriegt. Also 570 Terawattstunden wird in Deutschland heute an Strom erzeugt. Und wenn wir jetzt den Wasserstoff, den wir heute alle aus Erdgas machen, auch aus Strom erzeugen wollten, bräuchten wir dafür 80 Terawattstunden. Das ist eine ganze Menge, das sind so 13% davon. Die müssen wir erstmal zusätzlich erzeugen. Dann haben wir grünen Wasserstoff. Und solange wir das noch nicht gemacht haben, solange wir den Wasserstoff, der heute aus Erdgas erzeugt, weiterhin aus Erdgas machen, müssen wir uns eigentlich für neue Verbraucher keine Gedanken machen. Und wenn wir so schnell die Elektrolyseure aufbauen, wie die Regierung das geplant hat, dass wir ungefähr in 10 Jahren, also in 2032, das schaffen, dass wir die heutigen Wasserstoffbenutzer mit grünem Gas versorgen, erst dann brauchen wir uns Gedanken machen, dass wir auch Busse mit Wasserstoff fahren lassen oder auch die saisonalen Speicher. Denken Sie mal nach, was ich gerade erzählt habe mit dem saisonalen Speicher. Solange ich noch Wasserstoff aus Erdgas mache, dann kann ich bei der Dunkelflaute auch direkt Erdgas verbrennen. Weil was soll das denn, wenn ich jetzt dann aus Strom Wasserstoff mache und dann diesen Wasserstoff verstrome, während woanders noch Leute aus Erdgas Wasserstoff machen? Das heißt, solange das noch passiert, kann ich den Wasserstoff auch das Erdgas auch weiterhin einfach in den Kraftwerken verbrennen und auch in den Autos. Ich brauche vorher keine künstlichen neuen Erzeuger mir heranzüchten. Ja, Stromspeicher für die Dunkelflaute. Ja, ganz klar, weil alle anderen Speicher für Langzeitspeicherung zu teuer ist. Aber erst, wie ich gerade gesagt habe, wenn der Wasserstoff nur noch grün hergestellt wird, solange der andere Wasserstoff noch aus Erdgas hergestellt wird, macht das auch keinen Sinn. Und im Verkehr, die Frage, ist noch nicht klar. Warum? Weil es durch die batteriebetriebene E-Mobilität einfach eine sehr starke Alternative gibt.
Deshalb beim Verkehr sehe ich das ehrlich gesagt nur bei Flugzeugen, Hochseeschiffen und vielleicht bei Langstrecken-LKWs. Mal so ein paar Beispiele. Ich habe mich in den letzten Jahren hier viel auch nebenberuflich mit Wasserstoff beschäftigt, auch in Machbarkeitsstudien, unter anderem für den Elektrolyseur hier in Hamm. Da wird ein Elektrolyseur gebaut werden. Das ist sehr begrüßenswert, weil wir brauchen grünen Wasserstoff und der soll mit Windstrom aus Norddeutschland gespeist werden und der erzeugt grünen Wasserstoff. Das ist super. Und dann ist aber die Frage, wie transportieren wir den weg zu den Verbrauchern? Und da war wirklich, was wir haben dann mit Westfalengas geredet, die Kollegen, die da mitgearbeitet haben, und mit den Leuten, also die Wasserstoff transportieren, die speichern. Und nur mal so ein Beispiel, wenn Sie, manche Leute, die nicht am Gasnetz angeschlossen sind und trotzdem Gas verbrennen wollen, die haben Sie vielleicht schon mal gesehen bei Bauernhöfen, die haben einen Flüssiggastank da stehen. Und hier ist so ein Wasserstofftank, der ist 15 Meter hoch und hat 2 Meter Durchmesser. Oder nee, 4 Meter Durchmesser. Der kommt gleich auf dem nächsten Bild. Das ist der Tank, der die Wasserstoff-äquivalente Menge von 3000 Litern Öl speichert. 3000 Liter Öl ist für viele Häuser so ein Jahresverbrauch. Ne? Das heißt, Leute, die jetzt statt diesen Flüssiggastank, den Sie kennen, wenn Sie beim Bauern vorbeifahren, hätte man jetzt so einen Tank. Das ist jetzt dieser Tank hier. Der hat eine Höhe von 45 Fuß. Das ist hier die Firma Wüstrach. Zwar eine deutsche Firma, aber die verkauft sehr viel ins Ausland. Deshalb hier die Angabe in Fuß. 45 Fuß hoch, also 15 Meter hoch. Und hat, ich habe es mir gestern noch rausgeschrieben, nee, habe ich mir nicht rausgeschrieben, aber 2 Meter oder 4 Meter Durchmesser. Das ist der Tank auf jeden Fall hier auf diesem Bild. Aber wenn der 15 Meter hoch ist, dann würde ich sagen, dann hat er eher 2 Meter Durchmesser. Ne? Vorne. Ja, okay. So, aber jetzt interessant ist, was kostet dieser Tank? Das ist die rechteste Spalte hier, der kostet 600.000 Euro. Und da habe ich mit der Firma gesprochen, wie das denn aussieht mit Skaleneffekten, wenn jetzt jeder so einen Tank haben wollte. Da haben die gesagt, ja, in 10 Jahren könnte sich der Preis halbieren. Ist ja dann sehr geschenkt. Ne? Also kurz, Wasserstoff ist nicht so einfach, wie man denkt. Ja, aber es ist trotzdem für die saisonale Speicherung in der Endausbau der Energiewende werden wir ihn brauchen. Aber wir werden dann super viel Wasserstoff speichern müssen und sicherlich nicht in irgendwelchen Stahltanks für diese Preise. Deshalb wird der Wasserstoff anders gespeichert werden und zwar untertägig. Und die gute Nachricht ist, das geht viel leichter. Als Speicherraum für große Mengen Wasserstoff, zum Beispiel saisonale Energiespeicherung, kommen nur untertägige Hohlräume in Frage. Siehe unter anderem der Kostenaspekt für Behälter aus Stahl, wie auf der vorherigen Folie gezeigt. Bei der untertägigen Speicherung von Erdgas liegen jahrzehntelange Erfahrungen vor, in Deutschland und aber auch weltweit. Die untertägigen Erdgasspeicher in Deutschland haben heute eine Speicherkapazität von 270 Terawattstunden. Das ist ja interessant, das interessiert ja jetzt jeden. Man sieht unter dem Börsenkurs, sieht man den Füllstand der Speicher. Das ist jetzt 99%, wir sind super. Ne? Also das ist interessant, wofür sich die Leute plötzlich interessieren. Wenn wir da Wasserstoff reintun, ist bei gleichem Druck die Energiekapazität ungefähr ein Drittel davon. Erstmal hat Wasserstoff eine 8-mal kleinere Dichte als Erdgas, aber dafür hat es eine Energiedichte, also Energiedichte pro Masse ist 8 Drittel davon. Wenn wir das dann miteinander multiplizieren, 8 mal 3/8, dann sehen wir, dass also die Energiemenge, die ich in so einen Speicher reinkriege, ist ein Drittel von dem, was heute da ist. Das heißt, die heutigen Speicher, die wir heute schon haben, wenn wir die dann mit Wasserstoff nutzen, dann sind das 90 Terawattstunden Speichervermögen und das ist ungefähr 5% des zukünftig angepeilten Primärenergieverbrauchs. Wenn Sie sich erinnern, am Anfang der Vorlesung hatte ich ja gesagt, hier 1800 Terawattstunden wird unser Primärenergieverbrauch sein und 90 sind 5% davon und das ist ungefähr das, was wir saisonal speichern müssen. Da sind wir schon ganz nah dran und man kann aber auch noch die Speicher, die werden in Salzstöcke künstlich reingemacht, da kann man auch noch ein paar mehr dazu machen. Wir haben in Deutschland die geologischen Voraussetzungen dafür. Und bei einem nicht zu photovoltaiklastigen Verhältnis bei der Stromproduktion kommt das schon sehr nah an den benötigten saisonalen Energiespeicherbedarf heran. Hier ist mal so ein Bild hier von RWE. Da sieht man solche Salzkavernen, die werden ausgespült und da tut man heute Wasserstoff rein. Da tut man heute Erdgas rein und da kann man in Zukunft Wasserstoff reintun.
Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Frage, wie erzeugen wir denn diese 1800 Terawattstunden? Jetzt haben wir schon gesehen, wie wir das auch so über die Saison verteilen können mit dem Wasserstoff. Und jetzt mal die Frage, hier die Zahlen. Der Primärenergie, also PEB steht für Primärenergiebedarf, den sehen wir 2045 bei 1800. Die Erneuerbaren, die Primärenergie von Erneuerbaren heute ist 500 Terawattstunden. Die Lücke ist 1300. Also wir haben schon das ist ein bisschen weniger als ein Drittel. Aber die Lücke ist 1300. So, und von diesen 500, die wir heute haben, da ist ganz viel Biomasse. Und Wind ist 130 Terawattstunden und Photovoltaik ist 50 Terawattstunden. Jetzt 2020er Zahl. Ja, wie können wir jetzt die 1300 füllen? Jetzt gibt es hier vorne so eine kann man hier ein bisschen mitspielen. Zum Beispiel, wenn wir Photovoltaik nicht aufbauen wollen, dann könnten wir die Windkraft verzehnfachen. Will, glaube ich, keiner. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir dann eben die keinen Wind mehr ausbauen wollen, dann müssten wir die Photovoltaik ver26-fachen. Und klar, wir können noch ein bisschen Wind ausbauen. Und hier ist jetzt diese Spielwiese. Wenn wir PV0 ausbauen, dann müssten wir die Windkraft gegenüber heute verzehnfachen. Oder Photovoltaik, wenn wir Photovoltaik verdoppeln, dann müssten wir die Windenergie verneunfachen. Und ich gehe jetzt mal hier runter für das Beispiel, was ich gleich benutze. Wir werden sagen, wir werden die Windenergie noch verdreifachen. Einfach so willkürlich rausgesucht. Wir sagen, wir werden die Windenergie noch verdreifachen in Deutschland. Und dann müssten wir automatisch dann aus dieser Logik die Photovoltaik ver18-fachen. Und, denn die Photovoltaik ist leichter zu erhöhen als die Windenergie, weil die Windenergie halt ihre Problematiken auch hat. So, diese Tabelle zeigt, wie die heute bestehende Lücke bei der Bereitstellung der Primärenergie durch PV und Wind geschlossen werden könnte. Die Ausbaufaktoren von PV und Wind sagen aus, um welchen Faktor, gut, das habe ich gerade erklärt. Und jetzt ein Beispiel, was ich jetzt auf der nächsten Folie benutze, ist die Verdreifachung der Windinstallation und eine Ver18-fachung bei der PV. Und eine Annahme, kein weiterer Ausbau der Biomasse in Deutschland wegen der Teller-Tank-Diskussion und kein Ausbau der Wasserkraft wegen der Naturschutzdiskussion. Dann gucken wir mal, wie das Ausbautempo dann sein müsste. Wachstum bei Sonne und Wind. Ich glaube, ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr. Diese Zahlen mache ich jetzt relativ schnell. Also das heißt, die absoluten Cracks, die können die vielleicht jetzt in Originalgeschwindigkeit nachvollziehen und die anderen einfach entweder hinnehmen oder dann, wenn es in zwei Wochen dann online ist, können sie es dann nochmal sich angucken und anhalten. Also, wir haben bei der Windenergie es geschafft, von 2010 bis 2020 hier dahin zu kommen. Das war ein Wachstum von 9 Terawattstunden Erzeugung pro Jahr. Und bei Photovoltaik hatten wir in 2010 12 Terawattstunden und jetzt haben wir da so viel. Das heißt, da gab es ein Wachstum von 3,58 und zusammen war das also ein Wachstum von 12 Terawattstunden pro Jahr. Wir wollen aber eine Erzeugung, die Lücke schließen von 1300. Das heißt, wenn wir bei gleichbleibendem Wachstum wie heute dauert es 100 Jahre, bis die Lücke geschlossen ist. Die Lücke ist ja 1300. Und wenn wir das hier runden und sagen, das ist 13, 100 mal 13 ist 1300. Dann bräuchten wir also 100 Jahre, um die Lücke zu schließen. Wir wollen aber in 25 Jahren fertig sein oder in 23 Jahren fertig sein. Und deshalb müssen wir, wenn wir viermal so schnell sein wollen, müssen wir einen Faktor 4 Ausbautempo machen. Oder wir müssen einen Teil der Energie importieren. Entweder als Strom aus Ländern wie Skandinavien oder aus Osteuropa. Oder der Primärenergieverbrauch muss noch weiter gesenkt werden. Auch darüber können wir gleich noch reden. Das sind die Optionen. Aber auch ohne Import und ohne weitere Senkung des Primärenergieverbrauchs ist es möglich, mit einer Verdreifachung der heutigen Windinstallation und einer Ver18-fachung der PV das zu machen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht denn das aus, eine Ver18-fachung der Photovoltaik. Flächenbedarf. Stand heute mal 18. Jetzt auch wieder ein paar Zahlen, die ich relativ schnell mache. Also wir haben in Deutschland, die Sonneneinstrahlung bietet uns eine Terawattstunde pro Quadratmeter an Energie an. Und wir haben eine Photovoltaik-Wirkungsgrad von 20%, eine Flächenbelegung, Freifläche von 50%. Meistens belegt man die heute noch dichter, aber ich bin immer konservativ. Also die Zahlen, die ich habe, sind immer sehr, sehr pessimistisch. Das heißt, es ist in Wirklichkeit
immer eher noch besser. Das heißt, wir haben hier einen Wirkungsgrad bezogen auf die Landfläche von 10% und damit kommt dann raus, dass wir eben pro Quadratkilometer dann 0,1 Gigawatt haben. Und wir wollen jetzt, wir haben heute 50 Gigawatt und wir wollen jetzt eine Verachtzehnfachung, das heißt, wir wollen noch 900 zubauen. Wie viel Fläche brauchen wir dafür? Jetzt kommt die Auflösung der Zahlen da oben. Wir brauchen 9000 Quadratmeter PV-Fläche und das ist ein Quadrat von 95 Kilometer Kantenlänge. Das ist schon sehr groß, aber wenn Sie mal gucken, wie viel Fläche in Deutschland die Menschen sowieso benutzen, was bebaut ist, das sind riesige Anteile. Jetzt gucken wir nämlich mal. Also erstmal 9000 Quadratkilometern entspricht 2,5% der Fläche von Deutschland oder 5% der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Jetzt haben wir eben gesagt, 20% der landwirtschaftlich genutzten Fläche sind heute schon Biomasse. Wenn wir von dieser Fläche ein Viertel nehmen würden und da PV draufbauen, dann wären wir fertig. Dann ist die Diskussion beendet. Ein Viertel der Biomassebauern, die jetzt da Mais anbauen, dann kommen Viertel weg, PV hin, die Diskussion ist gelaufen. Deshalb ist das gar nicht so viel. Und es muss ja nicht alles auf der Freifläche installiert werden. Da kommen wir nämlich gleich drauf, was es da noch für Alternativen gibt. Die rechts zitierte Studie hier vom ISE in Freiburg sieht auf den Gebäuden, wenn wir also auf Fabrikdächern und Privathäusern zumindest die Süddächer belegen, dann kriegen wir da 1000 Gigawatt hin. Wie viel wollten wir nochmal zubauen? Hat sich keiner gemerkt? 900 wollten wir zubauen. Das heißt, wir kriegen auch auf den Häusern alleine, wenn wir nur die Fabrikdächer und also alle Flachdächer und alle Süddächer belegen, kriegen wir es, dann müssten wir überhaupt gar nicht in die Freifläche reingehen. Und das ist jetzt also nicht, dass wir auch Norddächer belegen, sondern nur die Dächer, die mehr als 500 Kilowattstunden im Jahr bieten. Das heißt, ein Ausweichen auf die Freifläche wäre eigentlich gar nicht nötig. Aber Freiflächenanlagen sind kostengünstiger und lassen sich schneller realisieren. Insofern wird es wahrscheinlich eine Mischung sein. Dann kann man noch PV-Überdachung von bestehenden großen Parkplätzen, wie jetzt hier an der Hochschule der Parkplatz, solche und Supermarktparkplätze. Also alleine große Parkplätze, ich meine jetzt große, also dass wir jetzt nicht einzelne Carports zu Hause bei den Leuten privat belegen, sondern große Parkplätze auf Schulen und Einkaufszentren. Alleine darauf kriege ich schon 60 Gigawatt. Das heißt, es gibt also überall Potenzial. Und dann kommt Agri-PV, also die Verbindung von Landwirtschaft und Photovoltaik. Da habe ich dieses Jahr organisiert von der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie in Geseke eine Anlage besichtigt mit meinem Freund Matthias, da ist er ja, Matthias Göke vom Stahlbau Göke. Der hat nämlich Interesse, solche Sachen mal zu bauen, deshalb haben wir uns das da angeguckt. Und das war schon sehr beeindruckend, also der Landwirt Karthaus heißt der, können Sie mal googeln, in Geseke. Das ist ein Beerenbauer, der hat Heidelbeeren, Brombeeren und Himbeeren und hat da auf einer Fläche von 3 Fußballfeldern da in 5 Meter Höhe Photovoltaik drüber gemacht. Und das ist eine Win-Win-Situation. Der hat also 85% des Himmels jetzt mit Photovoltaik belegt und 15% mit Lücken und immer so zickzack. Und dann kann das Wasser da rein regnen, aber nicht direkt auf die Beeren, sondern zwischen die Beeren rein, weil die mögen das nicht, wenn die direkt berechnet werden. Das heißt, das Wasser wird dadurch kanalisiert, sickert zwischen die Bepflanzungsreihen ins Gras und darunter ist eine Drainage und der sammelt das Wasser ein in eine Zisterne, sodass es dann nicht auch weiter versickert, sondern es kann dann benutzt werden für die Tage, wenn es mal nicht regnet, die es ja auch jetzt in Deutschland leider immer mehr gibt. Der hat den Wasserverbrauch halbiert durch dieses Wassermanagement, also sein Wasser, was er zufüttern muss aus der Stadtwasserleitung. Der Ertrag der Beeren hat sich überhaupt nicht verringert, weil das sind ja Pflanzen, die wachsen in der Natur im Wald, die sind gewöhnt, dass sie im Schatten wachsen. Und er hat einen Vorteil, die Ernte ist 3 Wochen später. Das heißt, wenn die anderen nur noch matschige Früchte haben, kommt er mit den frischen Dingern raus. Das ist also Win, Win, Win. Das einzige Problem, sagt er, was er hatte, war die Behörden in Paderborn. Meinte, er hat da die Krise gekriegt. Die waren noch mit ihm am Kämpfen, der sollte das sogar wieder abbauen, weil er die Genehmigung war irgendwie nicht sauber eingeholt. Aber sein Glück war dann, dass er schon so gefeiert wurde in den ganzen Zeitschriften, dass dann die Ministerin aus Düsseldorf schon da war und die fragte dann bei so einem Besuch, kann ich noch was für Sie tun? Dann meinte er, ja, rufen Sie mal in Paderborn an, dass da der betreffende Mann ein bisschen eingestielt wird. Da. Ja, Agri-PV. Mal so ein paar Beispiele. Also es gibt natürlich jetzt nicht alle Kulturpflanzen, eignen sich dafür. Beeren ist ein gutes Beispiel, zum Beispiel die ganzen Gräser wie Weizen, Roggen und so, da geht das nicht. Aber viele Gemüsesorten geht auch.
Ja, also Agri-PV beeinträchtigt die Landwirtschaft kaum. Einige Pflanzen gedeihen sogar besser im Halbschatten. Und dann hier diese senkrechten Module, die bieten auch Windschutz und hohe Stromerträge im Winter. Im Winter sind nämlich solche Flachdächer nicht so gut, weil die Sonne so flach steht. Und da habe ich dann hier bei so einem orientierten PV-Ding im Winter sehr hohe Erträge, die sehr willkommen sind, weil ja dann die Sonne eben nicht so oft scheint. Ja, und jetzt habe ich hier nochmal, das mache ich jetzt, guck mal gerade auf die Uhr, die Sache, die Wachen mit der Windenergie mache ich jetzt ein bisschen schneller. Wie sehe das aus mit der Windfläche? Die Verdreifachung der Windenergie. Nehme ich mal ein Beispiel, also alles sehr konkret. Hier eine Enercon-Anlage, die oft verbaut wird mit 4,2 Megawatt. Und der übliche Abstand von einer Anlage zur anderen ist 4-mal der Durchmesser. Und wenn ich das alles dann einsetze, dann brauchen wir hier ähnlich viel Platz wie für die Photovoltaik. Aber das Land im Windpark kann ja weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Wenn Sie mal nach Ostfriesland fahren, sehen Sie, dass die Kühe da auch weiterhin drunter weiden können. Man kann auch gleichzeitig dann zwischen den Windkraftanlagen auch noch PV machen, wenn man das möchte. Also Fazit ist, das ist jetzt eine ganz wichtige Folie, Fazit ist, die Erzeugung von 1800 Terawattstunden pro Jahr in Deutschland mit dem heutigen Bestand an Wasser und Biomasse und dem Schließen der Lücke durch PV und Wind ist möglich. Und außerdem besteht die Möglichkeit, Energie zu importieren, Strom und oder Wasserstoff. Und diese 1800 Terawattstunden, die sind noch ohne Einsparung bei der Nutzenergie, ohne Komfortverlust. Wir kommen gleich noch auf das Thema, ob das auch so sein muss. Und die Elektrifizierung in einem relativ humanen Bereich. Also ich habe durchaus berücksichtigt, dass Altbauten nicht mit Wärmepumpe beheizt werden können. Es gibt Studien, die sagen, man kann auch mit 1500 Terawattstunden auskommen. Aber ich habe hier wirklich sehr konservativ gerechnet. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Teil des Vortrages. Also, was Sie dachten, das dauert nur eine Stunde, das hatte ich sowieso nicht vor. Ne? Es dauert 90 Minuten. Also, wer jetzt schon genug hat, bin ich auch nicht böse, wenn er geht. Aber die 90 Minuten waren nicht inklusive Diskussion, sondern das waren 90 Minuten plus Diskussion. Denn jetzt kommt das zweite Thema. Was kann jeder Einzelne tun? Auf den vorherigen Folien haben wir gesehen, was die Politik und die Wirtschaft tun können und sollten. Das ist immer so beliebt, wie am Anfang schon sagte. Da müssen die anderen was tun und wir gucken zu, tun die was, tun sie nicht. Wenn sie uns nicht gefallen, wählen wir sie nächste Mal ab. Und aber jeder einzelne Bürger hat auch die Möglichkeit, seinen CO2-Ausstoß zu verringern durch sein Verhalten. Zum Beispiel weniger heizen, kürzer duschen, weniger Auto fahren, weniger weit weg in den Urlaub fahren oder fliegen, näher zur Arbeit ziehen, weniger Fleisch essen und ganz konkret kann man, da gibt es solche Rechner, CO2-Rechner gibt es ganz viele, können Sie einfach mal googeln. Einer jetzt, der relativ seriös ist, ist vom Umweltbundesamt, Uber. Da können Sie mal Ihr Verhalten eingeben, wie groß ist Ihr Haus, wie viel Öl verbrauchen Sie, wie viel Auto fahren Sie im Jahr, wie viel Flugreisen machen Sie im Jahr und dann sehen Sie, also der Deutsche emittiert im Schnitt so knapp 10 Tonnen CO2 im Jahr. Dann können Sie sich selber mal einordnen, ob Sie durchschnittlich sind oder unterdurchschnittlich. Ist schon mal ganz interessant. Also ich bemühe mich ja wegen meines Berufes da wenig zu verbrauchen, aber ich sage Ihnen, lege ich jetzt mal die Karten auf den Tisch. Wir haben ungefähr, also unsere Familie hat, jeder Einzelne hat ungefähr 5 Tonnen. Wir sind also halb so, wir verbrauchen ungefähr halb so viel wie der Deutsche im Durchschnitt. Das liegt daran, dass wir nicht so viel heizen und auch weniger Auto fahren als der Durchschnitt. Und auch fast nie in Urlaub fliegen. Wir sind jetzt in den letzten 10 Jahren alle 5 Jahre mal irgendwo hingeflogen. Schaffen wir es also, den Durchschnitt zu halbieren. Aber wir werden gleich sehen, das ist eigentlich auch nur ein erster Schritt, so eine Halbierung zu machen. Denn eigentlich müssen wir alle auf Null kommen. Und Sie merken, das ist jetzt ich merke sogar einen kleinen Anstieg im Geräuschpegel. Das liegt, glaube ich, jetzt nicht nur an der Zeit, sondern dass jetzt plötzlich alle denken, was meint denn der jetzt und so. Jetzt kommt es plötzlich, ne, jetzt geht es um Sie selber. Das ist jetzt ein anderes Thema. So ein Beispiel, also wir haben bei uns zu Hause immer schon nur 19 Grad gehabt, weil ich denke, das reicht. Und dann hatten wir mal eine Bekannte da und die saß dann da so und sagt dann irgendwann, also die zog sich dann auch warm an und sagte, ja, und ist das jetzt schön? Ja, dann meine ich, ich finde es nicht schlimm, aber das Schöne, klar, ich finde es auch vielleicht schöner, wenn es einen Tacken wärmer ist, aber man muss ja auch im Winter nicht mit T-Shirt da sitzen. Eigentlich ist mir viel zu warm.
Wenn ich nicht, dieses Jackett macht ein bisschen breitere Schulter, deshalb lasse ich das jetzt an. Ne? Aber ansonsten würde ich das eigentlich gerne ausziehen. Ne? Aber so, auf jeden Fall mit der Bekannten, die meinte, ist das jetzt toll? Und dann sage ich, naja, das, die Temperatur, das ist jetzt die Frage, ob das toll ist. Aber man macht einfach das Richtige. Das Gefühl, dass ich weiß, ich emittiere kein CO2 oder jetzt akut eben mit der Situation in Russland, dass ich beitrage zum Gassparen, dass wir bei den Russen keine Energie kaufen müssen, das macht mir ein gutes Gefühl. Das ist das Gute und nicht dieses Gefühl von diesen 1 Grad zu wenig. Ja, und wenn man sowas dann, sagen wir mal, mit Leuten diskutiert, die da überhaupt keine Lust drauf haben, da kommt dann manchmal dieses Schlagwort von der Ökodiktatur. Genau, jetzt will mir einer hier vorschreiben, was ich zu heizen habe. Und jetzt will mir noch einer vorschreiben, was ich jetzt noch alles tun muss. Und dann soll ich noch weniger Fleisch essen. Das kommen diese Tipps, die Hinweise kommen oftmals so aus der rechtskonservativen Ecke. Und dann möchte ich mal darauf, gerade auch diese Leute darauf hinweisen, es gab immer schon gute Hinweise von den Regierungen, dass man mal was besser machen könnte. Ich weiß nicht, ob Sie hier wissen, wer hat die Kartoffel eingeführt in Preußen? Das war der alte Fritz. Und die Leute, die hatten da auch keinen großen Bock drauf. Kartoffel waren Schweinefraß bis dahin. Und der hat das den Leuten vorgemacht. Da gab es dann bei ihm zu Tisch, gab es auch Kartoffeln. Wenn Gäste eingeladen waren, die fühlten sich total beleidigt. Ja, warum setzen wir denn Schweinefraß vor? Ja, und warum hat er das gemacht? Weil er wusste, Preußen hat keine guten Böden. Und er hat in seinen Feldern gemerkt, dass er auf ganz schlechten Böden super viel Kalorien pro Hektar ernten kann. Deshalb hat er die Kartoffel eingeführt. Die Leute wollten das auch nicht. Das war einfach die richtige Maßnahme. Und so ähnlich ist das jetzt auch hier so Ökodiktatur. Das ist einfach, vielleicht sollte die Regierung manche Sachen einfach mal auch ein bisschen härter durchsetzen. Das war eine sagen wir mal so, die Leute, das ist ja, haben alle den Einwurf gehört, dass es eine Verbesserung war, aber es ist ja so, dass viele Leute, die reicheren Leute, hatten auch genug Weizen zu essen. Und auch die hat der alte Fritz dazu gebracht, jetzt essen wir ja alle Kartoffeln. Und die fanden das nicht toll. Ja, das wären jetzt die Leute, die jetzt hier eben sagen, so Ökodiktatur, warum sagt er mir jetzt, ich soll weniger Fleisch essen? Also einfach mal überlegen, gerade so die Leute, die eben immer meinen, das sind die Grünen, die wollen mir jetzt was vorschreiben, dann einfach mal, vielleicht können sie sich mal damit anfreunden und sagen, der alte Fritz hat den Leuten auch was vorgeschrieben. Und den finde ich übrigens auch sehr gut. Ne? Der alte Fritz, der hat schon sehr, sehr viele gute Sachen gemacht. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, was in den letzten vielen Jahren in der Schule hier bei uns so ein bisschen unter einem komischen Filter erzählt wurde, was der gemacht hat. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Wir bleiben dabei, was kann jeder Einzelne tun? Den eigenen Verbrauch kann man höchstens auf 0 absenken und auch nur den direkten, den eigenen Verbrauch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fahre gar kein Auto mehr, dann kann ich nur meinen eigenen oder ich verbrauche keinen Strom mehr. Es gibt immer noch den indirekten Verbrauch. Was ist der indirekte Verbrauch? Das ist der Gasverbrauch des Bäckers, der mein Brot backt, der Dieselverbrauch des Bauern, der sein Feld pflügt. Und das heißt, daran nehme ich natürlich noch teil und deshalb kann ich natürlich den Gesamtverbrauch sowieso nicht auf 0 reduzieren. Aber man kann auf jeden Fall verringern. Ja, man kann trotzdem noch viel mehr tun. Und was? Dann eine Idee, was man noch mehr tun kann über das Sparen hinaus. Das ist in der Branche tätig werden, die den Umbau unserer Energiewirtschaft umsetzt. Also zum Beispiel wird man Ingenieur für Photovoltaik und Wind oder Wasserstoff, oder man arbeitet in der Industrie als Industriemechaniker, als Handwerker und einfach nicht nur reden, hier so Stichwort Fridays for Future, sondern auch machen, mal aktiv werden. Ne? Weil wir haben, das war das Thema des Vortrages vor 2 Wochen, dass die Anzahl der Leute, die anfangen, Energietechnik zu studieren, in den letzten Jahren jedes Jahr sinkt. Obwohl die Kids auf die Straße gehen, für Fridays for Future demonstrieren. Und wir Professoren gehen ja sogar, um Werbung zu machen, hier in die Schulen, ins Umland. Und in Lippstadt hatte ich vor 3 Jahren, das war kurz vor Corona, ein schönes Erlebnis, das muss ich jetzt kurz erzählen, weil das war wirklich echt schön. Da fragte dann nach der Diskussion jemand, so ein Schüler, mich, Sie haben erzählt, Sie waren in Abu Dhabi und Sie erzählen uns hier einen vom Energiesparen. Wie sind Sie denn da hingekommen, ne? Und da meine ich, ja, sollen Sie mich fragen, ob ich mit dem Fahrrad gefahren bin? Ja, ne? Ja, meine ich, nee, ich bin geflogen. Ja, meinte, das verbraucht ja super viel Energie.
Und dann habe ich ja gesagt, ja, ich bin aber dienstlich geflogen. Ich habe das größte Solarkraftwerk der Welt gebaut und das fand ich wichtig. Dafür kann man auch mal fliegen. Ja, aber haben Sie mal ausgerechnet, ob Sie damit ungefähr diese Energie überhaupt wieder einspielen von den ganzen Flügen? Und ist eine gute Frage, habe ich gesagt, okay, ich kannte die Antwort nicht, also mir war klar, dass das viel mehr ist, aber gucken wir mal, wie viel Energie erzeugt man denn? So habe ich dann vorgerechnet, wie viel Energie verbraucht denn der deutsche Strom? Wie viel Strom verbraucht der deutsche, eine Person im Jahr? Eine Person, nein. 1000 Kilowattstunden, ne? Also eine Person braucht 1000 Kilowattstunden pro Jahr. Also eine vierköpfige Familie sagt man 3000 bis 4000. Wir haben 2600. Also 1000 pro Person. Und weil ich keine großen Zahlen mag, ist das also jetzt eine Person braucht eine Megawattstunde pro Jahr. So viel Strom verbraucht ein Deutscher im Jahr. Wenn ich jetzt 100 Jahre alt würde, ja, dann haben wir... Das ist ja ganz komisch für mich zu schreiben, weil ich sehe erst nichts und das kommt erst immer danach. Deshalb sieht das ein bisschen komisch aus. So, das sind dann 100 Megawattstunden in meinem Leben. Ich werde, wenn ich 100 Jahre alt werde, werde ich 100 Megawattstunden in meinem Leben verbrauchen. Und dieses Kraftwerk, was ich in Abu Dhabi gebaut habe, hatte eine Leistung von 100 Megawatt. Wie lange muss das jetzt laufen, damit es 100 Megawattstunden erzeugt? Eine Stunde. So. Und das fand ich super. You made my day, habe ich ihm gesagt. Super. Bah, ne? Und dann war unsere Schulinterface-Managerin, die war mit in Lippstadt, die meinte nachher auf der Rückfahrt zu mir, boah, Olaf, warum hast du das noch nie ausgerechnet? Das ist total wichtig. Ne? Und da meine ich, ja, das ist wichtig für solche Sonntagsreden. Wenn ich da gearbeitet habe, da habe ich ausgerechnet, wie viel Beton muss in das Fundament, damit der Kollektor nicht umfällt. Ne? Das oder die Windkraftanlage, das sowas, das ist für Sonntagsreden, das macht man nebenbei. Aber trotzdem, das hat mich total gefreut. Also dieses Kraftwerk, wo ich der Projektleiter war, das produziert jede Stunde so viel Strom, wie ich in meinem ganzen Leben verbrauche. Und das gibt einfach ein gutes Gefühl. Deshalb hier für die Leute, die meisten haben schon einen Beruf, aber die noch keinen Beruf haben oder die noch Kinder haben, die einen Beruf suchen, ja, dann sonst schneller. Wenn ich nur 50, gut, 50 bin ich jetzt schon, also bin schon 60 sogar, dann brauche ich, also bei 60, so, dann brauche ich nur 0,6 Stunden. So, dann ist gut, dann kann ich dir, wenn ich morgen umfalle, dann kann ich die anderen 0,4 Stunden noch irgendeinen übertragen. Okay, so, das war also ein kleiner Werbeblock-Einwurf an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir zum Thema CO2, ich sage, es wird jetzt noch ein bisschen unangenehmer. Manche Leute glauben, mit der Reduktion des CO2-Ausstoßes ist es so wie mit dem Abnehmen. Wenn ich jetzt also ein bisschen zu dick bin, dann sage ich einfach, ich esse jetzt mal 20% weniger. So mit einer Reduktion des Essens von 20 oder 10% erreicht man wieder sein Wunschgewicht. Das ist beim Essen ist das ja so. Warum? Weil der Nahrungsaufnahme auch ein Energieverbrauch entgegensteht. Das heißt, ich nehme was rein und es kommt auch wieder was raus. Und wenn ich jetzt ein bisschen weniger rein tue, dann kann sich das Ganze so einpendeln, dass es gut wird. Aber in der Atmosphäre wird CO2 kommt nur rein. Es kommt nicht mehr raus. Das heißt, bei der Verbrennung fossiler Energieträger gibt es nur eine einzige Richtung, nämlich die nach oben. Das sieht ja so aus mit dem CO2-Kreislauf. Bevor die Menschen anfingen, Kohle und Öl zu verbrennen, dass die Pflanzen, die Menschen, also die Pflanzen bestehen aus Kohlenstoff. Die Menschen essen die Pflanzen, die atmen Sauerstoff ein und beim Ausatmen gibt es CO2. Und Tiere machen das Gleiche. Und dann kommt das CO2, die Sonne scheint auf die Pflanze holt sich das CO2 aus der Luft, schmeißt Sauerstoff zurück in die Luft und behält das Kohlenstoff. Dann isst der Mensch wieder den Kohlenstoff. Das ist der Kreislauf, wie er also seit Millionen von Jahren besteht. Und jetzt kommt der Mensch und tut die Kohlenstoffvorräte, die sich über Millionen von Jahren angesammelt haben. Es wird ja hier immer ein bisschen was rausgelassen. Wir hatten ja früher mal eine sehr CO2-haltige Atmosphäre, als die Dinosaurier noch lebten. Und es wird jedes Jahr ein ganz kleines bisschen was von dem Kohlenstoff hier rausgeholt aus dem Kreislauf, weil nämlich in Sümpfen irgendwelche Pflanzen umfallen und die dann absinken und unter Druck, dann werden die zu Öl und Kohle und Gas. Und jedes Jahr ein ganz kleines bisschen. Und das, was in der Erde liegt, sind also über 100 Millionen von Jahren angereichert worden. Und das knallen wir jetzt, oder haben wir jetzt innerhalb des letzten Jahrhunderts super viel hier reingeknallt.
Und das ist natürlich nur zusätzlich. Und deshalb gibt es jetzt hier bei jeder Runde, gibt es jetzt mehr Kohlenstoff. Und es ist, reicht jetzt nicht, wenn wir unseren Verbrauch halbieren. Wenn wir den halbieren, ja wunderbar, dann wird es ein bisschen langsamer. Aber er muss auf Null runter. Und das merke ich ganz oft in Diskussionen, dass Leute das noch nicht verstanden haben. Die denken immer, ja, ich fahre jetzt ein kleineres Auto, dann ist ja alles gut. Ja, das ist besser als ein großes Auto, aber es ist noch nicht gut. Oder mein Kollege aus Berlin, der Volker Quaschning, der hat mal eine Umfrage gemacht. Was tun Sie für den Umweltschutz? Wissen Sie, was die meistgenannte Antwort war? Ich benutze weniger Plastiktüten. Das ist natürlich auch schon ein guter Schritt. Aber wissen Sie, das ist so wenig. Ich war leider im letzten Jahr auf 2 Beerdigungen. Da musste ich so denken, kennen Sie diese kleine Schaufel, wo man da symbolisch auf den Sarg tut, ja? Da will ja auch keiner das Grab mit zumachen. Ne? So viele Leute sind ja gar nicht auf der Beerdigung, dass das damit zugehen würde. Ne? Das heißt, das ist nur eine symbolische Handlung. Und genauso ist das mit den Plastiktüten. Das heißt, wir müssen schon was machen, was auch ein bisschen was bewirkt. Ja, das ist aber ein bisschen schwer, sich vorzustellen, dass das jetzt gar nicht mehr richtig sein soll. Das war ja jahrelang richtig, Auto zu fahren und Öl zu verheizen. Das ist einfach schwer einzusehen, aber Zeiten ändern sich. Also in Amerika war zum Beispiel bis 1860 war es normal, Sklaven zu kaufen. Und 5 Jahre später ging das nicht mehr. Also Zeiten ändern sich noch. Und es ist also schwer, solche Sachen dann wirklich in die Köpfe reinzukriegen. Ja, und das ist hier der Anstieg der CO2, wie in der Vorlesung, ne? So. So, das ist dann, nein, jetzt nicht lachen, der hat bestimmt seine Gründe. Nein, das ist jetzt, so. Also, hier sind die Zahlen schlecht zu erkennen, aber hier ist 1960, 1980, 2000, 2020. Der CO2-Gehalt geht einfach immer weiter nach oben. Und es ist einfach so, dass jede einzelne Autofahrt mit fossilen Brennstoffen ist eine Autofahrt zu viel. Und also das muss einfach ganz klar sein. Ich weiß, dass das vielen Leuten bisher noch nicht klar war, aber ich sage Ihnen das ganz einfach so. Müssen Sie mir jetzt auch nicht glauben, aber ich sage, also es ist einfach so. Das ist hier so eine Kampagne gewesen von Fridays for Future, Wasser bis zum Hals. Die haben so eine Fotoserie gemacht. Die meinen jetzt, dass wir natürlich, weil die Welt ja dann absäuft, wenn die ganzen Gletscher schmelzen, das ist schon auch richtig. Aber ich meine das einfach so, stellen Sie sich mal vor, wenn wir jetzt den Wasserstand hier noch höher machen, dann sieht das so aus. Und das ist das, was wir machen. Wir tun jeden Liter Öl, den wir verbrennen, geht das Wasser einfach ein bisschen höher. Und es kommt ja nicht raus aus der Atmosphäre. Es kommt höchstens raus durch Aufforsten. Deshalb ist es also, das ist jetzt meine Nachricht hier so ganz konkret für Sie, es ist eigentlich nur noch akzeptabel, mit dem Auto zu fahren, wenn Sie jetzt, ja klar, Sie haben jetzt einen Benziner, und solange, Sie müssen sich jetzt eigentlich vornehmen, ein anderes Auto zu fahren oder eben nicht mehr zu fahren. Und solange, wie ich jetzt noch, oder zu Hause eine Wärmepumpe anzuschaffen, und solange Sie noch mit Öl heizen, ist das ein Provisorium. Wie wenn Sie zum Zahnarzt gegangen sind und haben so ein Provisorium da drin, und dann ist das ein bisschen nervig. Ne? Und so müssen Sie das eigentlich sehen, wenn Sie heute Abend nach Hause kommen, Ihre Ölheizung andrehen. Das müssen Sie sich so fühlen wie mit einem Provisorium. Und das nächste Geld geht nicht in die nächste Urlaubsreise, sondern das geht in die Wärmepumpe. Und wenn das Haus noch nicht fit dafür ist, dann müssen Sie das Haus vorher isolieren. Klar, jeder kann das nicht von heute auf morgen umsetzen, das ist ganz klar. Das geht noch nicht ab heute, aber ab heute sollten Sie bei jedem verbrannten Liter Öl ein schlechtes Gewissen haben. So, ja. Okay, können wir gleich diskutieren, sind wir vielleicht nicht alle davon begeistert, aber wie gesagt, und jetzt aber die Frage, gilt dieser Sparappell für alle? Es gibt jetzt super viele Leute, für die das nicht gilt, oder die denken, dass das für sie nicht gilt. Also, gucken wir mal hier. Das ist dieser Online-Teil der Zeit. Da habe ich einen Artikel vor 3 Jahren rausgegeben, warum ich auch diesen Sommer in den Urlaub fliege, ohne schlechtes Gewissen. Das war in dem Sommer, als dieses Wort Flugscham aufkam von Greta Thunberg und so. Hier. Im Urlaub aufs Fliegen zu verzichten für die Umwelt. Privilegierte Menschen mit genügend Geld und Zeit können das gerne tun, meint unsere Autorin. Und dann, ich habe ein paar Zitate aus diesem Artikel. Das Fliegen wurde im deutschen Diskurs um Klima und Umwelt erst zum Ursprung alles Übels erklärt, als es demokratisiert wurde, als die Preise fielen, als sich immer mehr Menschen eine Flugreise leisten konnten.
Das ist zeitlich nicht so ganz richtig. Also als ich studiert habe, so in den 80er Jahren, so am Anfang als Schüler war Fliegen noch was für ganz Reiche. Und dann in den 90ern wurde das viel billiger. Also dieser Wandel ist so in den, ab 1990 konnten schon ganz viele Leute in Urlaub fliegen und nicht mehr nur die Anwälte und die Zahnärzte. Und damals war das eigentlich noch nicht als übel erkannt worden. Das kam erst 20 Jahre später. Das heißt, der zeitliche Zusammenhang stimmt nicht von dem, was die Dame hier sagt. Und kausal natürlich auch nicht. Das ist ja jetzt nicht deshalb schlecht, weil jetzt die Leute sagen, jetzt sind das die Assis, die hier alle fliegen. Ne? Und früher, als es nur die Elite war, da war das in Ordnung. Sondern es ist ja einfach so, man hat früher, als nur die Elite fliegen konnte, die Geldelite, da hat man noch nichts vom Klimawandel gewusst. Das heißt, das ist ein falscher kausaler Zusammenhang. Und der nächste Punkt, den sie hier schreibt, wo ich auch nicht ganz einverstanden bin, es ist kein Zufall, dass die Forderung, auf das Fliegen zu verzichten, am lautesten von Herkunftsdeutschen kommt. Ich kenne den Ausdruck Biodeutsche, aber Herkunftsdeutsche ist offizieller. Die keine Familie im Ausland haben, die sie besuchen oder unterstützen müssen. Ne? Das heißt, wir sagen jetzt, dass wir, weil wir einfach verzichten können, weil wir können ja auch ins Sauerland fahren, aber die hat jetzt Wurzeln im Ausland und die möchte jetzt also einfach sich das schönreden, dass sie weiterhin da jedes Mal hinfliegen darf. Okay, ist okay, nehmen wir hin. Haben wir einen ähnlichen, zweites und letztes Beispiel. Bento ist die junge Leute-Serie für des Spiegels und die haben hier diesen Autor hier, der kommt aus Afrika und er sagt jetzt, ich verdiene recht gut, reise viel, manchmal fühlt sich Fliegen für mich an wie eine Busfahrt. Und jetzt seine Idee ist die hier, wenn du das Geld und die Privilegien, die Bildung deiner reichen Eltern erben kannst, warum nicht auch deren Ökobilanz? Vielleicht haben manche Leute einfach noch mehr übrig auf ihrem Konto als andere. Also auch er hat kein schlechtes Gewissen, weil er halt arm war und seine Eltern viel weniger Energie verbraucht haben als die Eltern der Herkunftsdeutschen. Das ist ein gutes Wort. Ne? Gut, dann schreibt er nachher auch, und das ist so ein bisschen konzeptlos, ich weiß, dass wenn alle Menschen und Nachfahren des globalen Südens so leben würden, wie wir es im Westen gerade tun, die Erde kaputt sein würde. Trotzdem, die Attitüde, mit der heute von allen gleich viel Verantwortung eingefordert wird, muss aufhören. Also ist krass. Ne? Also ich würde erstmal sagen, den beiden Herrschaften, ich verstehe, was die Autoren meinen. Verstehe, was die meinen. Aber es gibt einen grundlegenden Denkfehler. Mit der Natur kann man nicht verhandeln. Das ist ein physikalisches Gesetz. Wir dürfen kein CO2 mehr emittieren. Und der kann jetzt sagen hier, dass er trotzdem noch darf oder nicht darf. Und die Dame, aber der Natur ist das egal. Man kann mit menschengemachten Sachen kann man reden. Zum Beispiel Polen möchte ja von Deutschland 1300 Milliarden Euro Reparation haben. Ne? Kann man drüber reden, muss man jetzt nicht zu dem Ergebnis kommen, dass man das macht, ja. Aber kann man drüber reden, weil das sind von Menschen gemachte Probleme. Menschen haben da in Polen eine Menge kaputt gemacht und kann auch Menschen dafür wieder bezahlen. Kann man drüber reden. Aber mit der Natur kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt noch super viel CO2 emittieren darf, weil meine Eltern das nicht gemacht haben. Ein Beispiel, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Haus gebaut auf La Palma. Da gab es letztes Jahr diesen Vulkanausbruch. Und Ihr Nachbar wohnt schon seit 20 Jahren da. Und er sagt jetzt, ja, ist blöd, aber ich muss jetzt leider mein Haus verlassen. Aber jetzt stehen Sie da und sagen, ich habe erst letztes Jahr gebaut. Da gehen Sie zu der Lava und sagen, stopp, mein Haus steht erst seit einem Jahr hier. Ist blöd, ne? Ja. Also ich glaube, Sie wissen, was ich sagen will. Oder Sie kennen dieses Bild, wir sitzen auf dem Ast und sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen. Und da sagt jetzt einer, ich säge noch ein bisschen weiter, weil ihr habt schon so viel Spaß gehabt beim Sägen, ich will jetzt auch noch ein paar Jahre sägen. Ne? Also die haben einen fundamentalen Denkfehler. Den hat der amerikanische Physiker diese Art des Denkens, des Denkfehlers mit Cargo-Kult bezeichnet. Wenn wir nachher in der Diskussion Interesse haben, kann ich Ihnen noch erklären, was Cargo-Kult ist. Das ist eine ganz klassische Anwendung des Cargo-Kults. Was ich nur nicht verstehe, ist, dass Verlage solchen Humbug irgendwie Raum geben, dass man sowas drucken darf. Ja, aber gehen wir mal ins Ausland. Wir haben jetzt die ganze Zeit von Deutschland geredet. Jetzt reden wir mal vom Ausland. In Deutschland lebt 1% der Weltbevölkerung. In Deutschland verursacht 2% der globalen CO2-Emissionen. Aus dieser Tatsache folgt erstmal schon mal, dass jede Person in Deutschland doppelt so viel verbraucht wie der Weltdurchschnitt, weil 1% der Bevölkerung 2% der Emissionen macht. So, wenn Deutschland aber auf Null runtergeht, hilft das der Welt nur wenig. Dann sparen wir nur 2% der CO2-Emissionen ein. Warum ist es trotzdem wichtig, auch bei uns anzufangen? Wir sind Nummer 6 im Ranking der CO2-Emittenten.
Aber nach uns kommen noch 40% der Emissionen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir sind so klein, das bringt nichts, dann würden alle Länder, die kleiner sind als wir, auch sagen, das bringt nichts. Und dann würden wir, gucken wir mal, wie ist das Ranking? Nummer 1 ist China. Hier ist die Prozentangabe. Die machen 29,7%. Dann kommt die USA. Also China ist definitiv Nummer 1. Aber interessant ist auch hier auf die Tonnen pro Person zu gucken. Ne? So, dann Indien ist die Nummer 3. Und die haben pro Person sehr, sehr wenig. Russland, ja, die haben einen Luxuslebensstil, ne? Was meinen Sie, so einen Plattenbau zu beheizen, das kostet schon richtig was, ne? Da ist nicht besonders warm drin, aber draußen ist es dann warm. Diese Betonwände. Ja, Japan und dann kommt Deutschland. Wir sind also hier pro Person im Vergleich zu USA zum Beispiel sind wir schon eine ganze Ecke besser. Aber im Vergleich mit Indien sind wir pro Person noch immer viel schlechter. Ja, aber also erstmal, wir können uns also nicht dahinter verstecken, dass wir sagen, wir sind klein. Wie gesagt, wenn alle, die kleiner sind als wir, auch sagen, wir müssen nichts tun, dann sind 40% der Emissionen, also das ist jetzt, was hier noch danach kommt, das sind 40%, da würden die sich alle nicht ändern. Das geht also nicht. Und wir haben natürlich als Deutschland, als Technologienation, verdienen wir ja auch daran. Wir werden Elektrolyseure produzieren, wir exportieren heute schon Windkraftanlagen in alle Welt, wir machen damit auch Geld. Ja, und das Ausland geht weiter. In den COP-Konferenzen, da läuft ja auch gerade wieder eine in Sharm el-Sheikh, wurden manchen Entwicklungs- und Schwellenländern noch ein Wachstum bei den CO2-Emissionen zugesprochen. Das heißt, wohlgemerkt den Ländern, jetzt nicht so wie eben in diesem Zeitungsausschnitt, dass einzelne Individuen, die bei uns leben, das halte ich für Quatsch, aber Ländern, die da kann man durchaus noch was zugestehen. Das macht man nämlich für die schnellere Entwicklung. Wenn man sich anguckt, dass eben in manchen Ländern der Lebensstandard wirklich so niedrig ist, da kann man mit Energieeinsatz und dann muss es vielleicht auch eine Zeit lang noch Benzin und Diesel sein, einfach den Lebensstandard da ein bisschen erhöhen. Das finde ich so blöd, wie es ist, aber es muss vielleicht wirklich sein. Aber es gibt auch viele reiche Länder, die noch nicht begonnen haben, ihre CO2-Emissionen zu verringern. Und dann gibt es Länder, die brennen den tropischen Regenwald auf ihrem Territorium ab. Und da müssen wir uns auch fragen, kann uns das egal sein? Also ich würde sagen, nein, kann es nicht. Und da müssen wir mit den Ländern drüber reden. Das ist voll krass, wenn wir hier sparen und da, das ist nämlich die einzige Senke, die wir wirklich haben, um CO2 abzubauen. Und wenn dann Regenwald so aussieht, das tut mir wirklich in der Seele weh, da bin ich wirklich richtig traurig, wenn ich mir diese Bilder angucke. Das macht mich traurig oder wütend, je nachdem, wie mein Tag vorher war. Ja, und man muss da wirklich drüber reden. Und man redet ja über andere Sachen, zum Beispiel Wasserrechte. Da, wenn der Euphrat und Tigris fließt aus der Türkei in den Irak, da wird auch darüber geredet, da wird verhandelt, wie viel Wasser die jetzt noch kriegen. Da können die Türken jetzt nicht einfach alles verbrauchen, da haben die Verträge. Die Mexikaner hätten auch gerne einen Vertrag über den Rio Grande, wenn er aus Amerika kommt, aber die haben die Amerikaner schon Tatsachen geschaffen, bevor sie mit den Mexikanern verhandelt haben. Also der Colorado River ist das. Der Colorado River, der erreicht ja in Mexiko nicht mehr den Ozean. Der vertrocknet ja vorher aus. ja, auf jeden Fall redet man mit Ländern, wo Flüsse grenzüberschreitend und über CO2 bisher hier noch nicht. Ist das wahrscheinlich zu abstrakt, dass man sagt, ihr habt die einzige große CO2-Senke der Welt. Also hat Brasilien das Recht, den Wald zu verbrennen, wenn es die ganze Welt damit schädigt? Ich denke mir, die UN muss diese Themen auf den Tisch bringen und hat das auch schon mal gemacht. Und dann hat Bolsonaro, das war vor 2 Jahren, sofort den richtigen Knopf gedrückt hier bei unseren Szenen und hat gesagt, das ist eine postkoloniale Einmischung. Der Europa denkt immer noch, sie können uns sagen, was wir machen müssen. Und dann haben auch gerade so in dem grünen Dunstkreis sofort wieder alle Leute gesagt, ja stimmt, ah, wir waren ja so böse Kolonisten. Klar hat er recht, der Bolsonaro ist kein Nachfahre der Indios. Der Bolsonaro ist der Nachfahre von den Leuten, die da die Leute alle ja massakriert haben, als sie da hingekommen sind. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber interessant, wie leicht er das richtige Buzzword benutzt hat hier, um die Diskussion zu beendigen. Natürlich muss man vielleicht über Entschädigungen reden, weil die haben dieses Land, die möchten das abholzen und da Soja anbauen und da entgehen denen Gewinne, da muss man vielleicht drüber reden. Das ist wieder ein Problem von Mensch zu Mensch. Aber reden muss man. Das Verbrennen muss aufhören. Und jetzt, wenn man, zum Glück ist ja der Bolsonaro jetzt nicht mehr da. Wenn wir mal zu diesem Bild gehen, wir sitzen alle in einem Boot.
dann ist das so, wir sitzen alle in einem Schiff und er hat die Lenzpumpe. Und da können wir nicht damit einverstanden sein, wenn er diese Lenzpumpe kaputt macht. Ja, noch eine Folie zum Ausland. Und die gute Nachricht ist, wir sind auch dann gleich durch. Also noch drei Folien. Ja, die Prognose zur Entwicklung der Weltbevölkerung hier von 2010, 7 Milliarden sind jetzt hier, steigt noch massiv weiter an und dann soll sich das langsam abflachen. Man muss sich auch hier mal fragen, ist diese Entwicklung eigentlich schicksalhaft? Ja, gut, es stand in der Bibel, macht euch die Erde untertan. Und ja, war das wirklich so gemeint, also so extrem? Gut, der Papst geht immer noch da in diese Länder und sagt, ihr dürft nicht verhüten. Wir müssen uns mal fragen, wollen die Frauen in diesen Ländern mit dem hohen Bevölkerungswachstum eigentlich so viele Kinder haben? Also ich kenne viele Leute, die in Schwarzafrika unterwegs sind. Auch ich war auf einer Dienstreise in Ghana vor 4 Jahren. Ich habe das also gesehen, dass, ja, könnte man auch ändern. Und da gibt es auch wieder die Frage, ob der Westen Entwicklungshilfe davon abhängig machen darf, ob die ihr Bevölkerungswachstum in den Griff kriegen. Weil, wie gesagt, es ist, je mehr Menschen wir sind auf der Welt, desto mehr Ressourcen verbrauchen wir. Natürlich sagt man, der Afrikaner verbraucht im Schnitt nur 20% oder 15% von dem, was wir hier in Europa brauchen. Aber ganz viele von denen wollen ja deshalb auch hierher kommen. Und wie wir gerade auf der Folie hier gesehen haben von dem Journalist von Bento, wenn die mal hier sind, wollen die so leben wie wir und sogar noch mehr. Das heißt, es ist einfach ein Problem. Die Weltbevölkerung sollte möglichst nicht mehr wachsen. Und auch da ist mal unter der Merkel-Regierung ganz vorsichtig angedacht worden, dass man mit Ländern sagt, wir setzen jetzt so ein KPI, ein Key Performance Indikator, und einer von denen ist euer Bevölkerungswachstum. Und davon machen wir jetzt abhängig, wie viel Entwicklungshilfe ihr kriegt. Und da kam auch wieder dieser Stichwort von der postkolonialen Einmischung und naja, hier ist es nicht so wie mit dieser Lava, mit dem Lavastrom, sondern hier ist es wirklich, hier reden Menschen mit Menschen. Und da könnte man vielleicht durchaus mit entsprechenden vielleicht eine Entwicklung in Gang bringen, die, ja, die wünschenswert ist. So, und das ist jetzt die vorletzte Folie. Ich hatte schon gesagt, ich zeige noch mal was von einem Satelliten. Das war ein Erlebnis in meinem ersten Berufsjahr. Das hat mich die ganze Zeit geprägt und deshalb möchte ich Ihnen davon erzählen. Das war in der Abteilung, in der ich gearbeitet habe, wurde der Forschungssatellit Hipparcos gestartet. Das war 1989. Das ist die Erde hier. Das ist hier ein niedriger Erdorbit, so in 200 Kilometer Höhe. Das ist ganz, ganz niedrig. Da gibt es noch eine Restatmosphäre. Da, wenn Sie da nichts tun, stürzen Sie innerhalb von wenigen Tagen ab, weil Sie immer langsamer werden und dann plopp. So, und der sollte eigentlich in den geostationären Orbit. Und wie kommt man da hin? Man startet den Satellit, dann macht man so 2, 3 Runden um die Erde, guckt, ob alle Systeme gut angekommen sind. Und dann macht man hier eine Zündung und dann wird er beschleunigt und dann fliegt er hier hoch. Und wenn man jetzt hier nichts tun würde, würde er danach wieder runterfallen, so wie ein Stein wieder runterfällt. Und dann hat man so einen elliptischen Orbit. Und wenn man hier oben bleiben will, dann muss man jetzt hier nochmal zünden, damit man so schnell wird und die Geschwindigkeit hat, die zu diesem Orbit passt. Und das Blöde, was passiert ist, man hat diesen Motor hier gezündet, das war gut. Und hier oben beim zweiten Zünden hat der Motor versagt und ist nicht mehr eingesprungen. Und dann war der Satellit hier in diesem Orbit. Und jedes Mal, wenn er hier hinkam, war der in 200 Kilometer Höhe und es war abzusehen, dass der in 10 bis 14 Tagen abstürzt. Und er sollte eigentlich 4 Jahre arbeiten. Und dann war große Krisensitzung bei uns in der Abteilung. Also wir hatten jetzt diese geringe Höhe, da drohte der baldige Absturz. Und dann kam sehr schnell die Lösung, wir haben Lageregelungsdüsen. Hier gibt es so ganz kleine Düsen. Der Satellit muss ja auch manövrieren können. Das sind aber wirklich nur sehr, sehr kleine Düsen. Hier war dieses Haupttriebwerk, was dann, das hat so eine Tonne Schub und die anderen haben so ein paar Kilogramm Schub, Kilopond Schub. Da kam also sehr schnell die Idee, wir könnten ja mit diesen Hilfsdüsen hier oben so einen zünden und den dann beschleunigen, also zumindest ein paar Mal hintereinander. Also jetzt vielleicht eine, hier ist man oben so 1 Stunde lang und dann, wenn man das ein paar Mal hintereinander macht, dann hat man die, kommt man wieder ein bisschen höher. Also dann würde man einen Orbit erreichen, den zeige ich gleich auch. Das Problem war, der braucht diese Lageregelungsdüsen, weil der nämlich damit Sterne anpeilen sollte, die er untersuchen soll. Das heißt, wenn man jetzt den ganzen Treibstoff, den man für die Lageregelung braucht, benutzt, um den Orbit anzuheben, dann hat man nichts mehr zum Operieren. Das heißt, es gab jetzt ein Optimum. Man musste sagen, wir verbrauchen jetzt ein bisschen Treibstoff, um den Orbit anzuheben. Aber man muss jetzt auch was übrig lassen, sonst kommt er nachher in den hohen Orbit und wir haben keinen Treibstoff mehr, um uns zu bewegen. Das heißt, es gab jetzt hier einen Kompromiss zu finden. Große Höhe bedeutet wenig Treibstoff für den Betrieb. Und jetzt mussten wir berechnen, das Treibstoffeinsatz für die maximale Missionsdauer. Nach einem Tag war klar,
Der optimale Treibstoffeinsatz für den Lift liegt zwischen X und Y Prozent. Ich habe jetzt keine Zahlen mehr hingeschrieben, aber ich glaube, es war irgendwie zwischen mindestens 50 und maximal 70. Irgendwo so lag das. Und dann hätte der Orbit danach ungefähr so ausgesehen. Und dann hätte der Satellit also so 2 Jahre noch betrieben werden können, statt 4 Jahre. Ist also besser als nichts. Und während man den genauen Wert noch gesucht hat, rief plötzlich ein Kollege, das weiß ich noch genau, dieser Moment, das war so super, kriege ich heute noch eine Gänsehaut, der sagte dann, lasst uns doch schon mal X Prozent von den Treibstoff für den Lift benutzen, damit wir aufhören, Höhe zu verlieren. Weil der hat hier alle 10 Stunden, war das 10,8 Stunden Orbit, und jedes Mal hat er Geschwindigkeit verloren, weil er hier in diese Restatmosphäre eingetaucht ist. Und das tat einem in der Seele weh. Und er hat dann gesagt, hey, wir wissen doch, zwischen 50 und 70 Prozent, lasst uns doch schon mal die 50 verdonnern, dass wir hier hochkommen. Das war also einfach das Richtige. Und das war für alle so eine Erleichterung. Also das war echt so ein großes Takeaway, was ich da gelernt habe. Also Erkenntnis, man kann das, was auf jeden Fall richtig ist, schon tun, bevor man alles zu Ende geplant hat. Was für mich da auch ein wichtiges Erlebnis war, dass alle Leute die ganze Nacht durchgearbeitet haben. Alle haben wir gebraucht. Wie viel, hey, du mit der Schubdüse, du hast die Schubdüse doch konstruiert. Wie viel Newton hat die denn Schub? Wie viele Tanks hast du denn? Und dann haben wir gemerkt, jede Düse hat einen eigenen lokalen Tank. Es gibt keinen zentralen Tank. Da mussten wir gucken, wie wir die ansteuern. Und wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Und da dachte ich, das ist normal. Ich meine, das war unser Baby. Die haben da 6 Jahre dran gearbeitet. Und das Ding war jetzt vom Absturz bedroht. Aber als ich nachher in Deutschland im öffentlichen Dienst gearbeitet habe, da habe ich gemerkt, dass für manche Leute der Urlaub das Wichtigste ist. Also wenn da jetzt einer gesagt hätte, ich fahre morgen in den Urlaub, also ja, ein deutscher Beamter hätte das, glaube ich, getan. Ja, ne? Also das war, aber das ist jetzt nicht das Thema dieses Vortrages, obwohl es auch ein wichtiges Thema ist. So, was ihr jetzt das Takeaway hier ist, das tun, was auf jeden Fall wichtig ist. Und das bedeutet, die Ausbaugeschwindigkeit von Photovoltaik und Wind in Deutschland erhöhen, mal 3 oder eigentlich mal 4. Schneller Ausbau von Elektrolyseuren, 20 Gigawatt bis 2030 zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Und mit dem grünen Wasserstoff, das ist nur für den heutigen Bedarf, da ist noch kein einziger Bus mit versorgt. Renovierungsrate der Gebäude hoch von 1% auf 2% pro Jahr. Dafür brauchen wir Handwerker und die haben wir nicht. Schneller Umstieg auf E-Mobilität, schnelle Einführung von Wärmepumpen in Neubauten und sanierten Gebäuden, Verringerung des Nutzenergieverbrauchs, das ist das Nutzerverhalten, was wir eben angesprochen haben, das ist im Land und weltweit. Export der nordeuropäischen Energiewendeerfahrungen und Technologien in Entwicklungs- und Schwellenländern, schnelle Umkehr des Bevölkerungswachstums weltweit durch ein entsprechendes Anreizsystem und sofortiger Stopp der Entwaldung weltweit, notfalls auch sanktioniert. So, ich würde jetzt mal 2 Folien wirklich überspringen, damit wir dann ganz schnell auch zum Ende kommen. Diese Folien, die habe ich nämlich auch letzte Woche schon gemacht, Fachwissen schützt vor Fake News. Da hätte ich jetzt mit Ihnen noch ein bisschen berechnet, aber bin jetzt ja schon über 90 Minuten, also das machen wir jetzt mal nicht. Ich wollte hier nur sagen, dass wenn wir alle elektrisch fahren, dass das durchaus geht. Das würde ungefähr 20% des deutschen Stroms verbrauchen. Wenn alle Menschen elektrisch fahren, dann ist das kein Problem. Und die nächste Frage würde ich jetzt auch nicht vorrechnen, aber da war die Frage, wenn alle Leute gleichzeitig ihr Elektroauto laden, dann gibt es... dann bricht das Netz zusammen. Die Antwort ist, das stimmt, aber mit dem realen Nutzerverhalten der Menschen, wenn alle ihr Auto über Nacht über 10 Stunden laden und auch nur das nachladen, was sie im Schnitt am Tag verfahren haben, dann brauchen wir eine Leistung von 0,8 kW und ein Toaster braucht 2 kW. Das heißt, das ist kein Problem. Und warum fragen die Leute immer, warum gehen die Leute mal davon aus, dass alle gleichzeitig am gleichen Tag mit Vollgas laden wollen? Dazu sage ich mal, wenn alle Pkw-Besitzer ihn haben am selben Tag zur selben Uhrzeit tanken wollen, dann stünde vor jeder Tankstelle eine Schlange von 15 Kilometer. Weil wir haben 3000 Autos pro Tankstelle in Hamm und wenn jedes Auto 5 Meter lang ist, dann ist das so. Passiert aber nicht, weil nicht alle Leute zur gleichen Uhrzeit tanken wollen. Aber die dritte Berechnung von Fake News, die muss ich Ihnen jetzt doch vorrechnen. Und das geht um die Atomkraftwerke. Die 3 noch laufenden AKWs in Deutschland haben zusammen eine Leistung von gut 4 Gigawatt. Ich weiß, dass viele Leute über Atomkraftwerke reden, aber das auch wenig quantifizieren. Deshalb wollen wir das jetzt mal hier tun, um uns vor Fake News zu schützen. Jetzt sind alle bestimmt gespannt. Was sagt der Goebbels zur Atomenergie? Ne? Ja, ist gut. Wenn Spannung da ist, dann schlafen sie nicht ein. Ist ja schon 20 vor 9. So, die Kraftwerke laufen ungefähr 8000 Stunden im Jahr.
Und die erzeugte Energiemenge, Energie ist doch Leistung mal Zeit. 4 Gigawatt mal 8000 Stunden sind 32 Terawattstunden. Das ist ungefähr 5% von dem Strom, den wir in Deutschland erzeugen. Und wenn wir jetzt die Atomkraftwerke ausschalten, dann müssen wir das mit Kohlekraftwerken erzeugen. Die haben im Schnitt einen Wirkungsgrad von 40%. Das heißt, wir müssen diese Strommenge von 32 Terawattstunden, also diese hier, geteilt durch 0,4 rechnen, dann sind das 80 Terawattstunden Kohle. Und das sind 80 Milliarden Kilowattstunden. Und das entspricht 8 Milliarden Liter Benzin, weil ein Liter Benzin hat 10 Kilowattstunden. Also das hier durch 10 teilen, die Kilowattstunden, dann sind das Liter. Das sind 8 Milliarden Liter Benzin. In Deutschland fahren die Menschen 15.000 Kilometer im Jahr mit einem Verbrauch von 6 Liter. Das sind 900 Liter im Jahr für ein Auto. Das heißt, wenn wir diese 8 Milliarden Liter, die wir jetzt zusätzlich verbrauchen, wenn wir die Atomkraftwerke abschalten, teilen durch die 900 Liter pro Auto, dann sind das so, als würden wir knapp 9 Millionen Autos zusätzlich auf die Straße bringen. Das sind 20% des Pkw-Bestands in Deutschland. Also Atomkraftwerke abschalten ist im gleichen Moment so viel mehr CO2 in der Luft, als wenn wir plötzlich 20% mehr Autos hätten. Dann können wir natürlich ein Tempolimit einführen, dann sparen wir 1%. Dann haben wir nur 19% mehr CO2. Gut, das war mein Beitrag zur Atomdiskussion, ohne jetzt eine Schlussfolgerung daraus zu ziehen, sondern Ihnen einfach mal die Zahlen hier hinzulegen. Und die in der Tat jetzt wirklich vorletzte Folie, so, ist aktuelle Energiekrise Reaktionen. Da habe ich ja so eine Matrix gemacht. Nur kurzfristig richtig, aber langfristig falsch. Auch langfristig richtig und hilft sofort gegen den Gasmangel und hilft erst in einigen Jahren. Und nach diesen Kategorien sollten wir die Sachen beurteilen. Das Grün ist auf jeden Fall sofort tun. Energiesparen, den Endenergieverbrauch setzen, ist auch senken, ist auch langfristig richtig und hilft sofort. Dann haben wir das orangene Feld. Atomkraftwerke länger laufen lassen, jetzt habe ich es doch gesagt. Provisorische LNG-Terminals, also Flüssiggas-Terminals, ist nur kurzfristig richtig, langfristig falsch. Hilft aber gegen, erstmal kurzfristig, also für einige Jahre tun. Das gelbe Feld, Wind und PV ausbauen und grünen Wasserstoff, ist sinnvoll, aber hilft erst mittelfristig. Aber weil es natürlich sinnvoll, also es ist mittelfristig erst hilft, ist blöd, aber da es immer richtig ist, auf jeden Fall auch tun. Und das rote Feld kommt ja auch wieder ins Gespräch, Gasgewinnung durch Fracking. Wenn Sie mal die Leute fragen, es dauert mindestens 5 Jahre, bis der erste Kubikmeter Gas aus der Erde kommt. Und bis dahin ist der Ukraine-Krieg wahrscheinlich oder hoffentlich zu Ende. Und wir haben andere Lösungen gefunden. Das heißt, das wäre nur kurzfristig richtig, aber da es aber erst in einigen Jahren hilft, ist halt dieses Feld rot und ist deshalb nicht sinnvoll. Definitiv nicht sinnvoll. So, jetzt kommt aber auch die letzte Folie. Steht auch drauf, sehen Sie? Das ist jetzt eigentlich nicht so schön. Geht das alles überhaupt? Theoretisch ja. Das klingt jetzt nicht sehr beruhigend, wenn der Göbel jetzt sagt, theoretisch ja. Wenn einer sagt, theoretisch, ist es auch nicht. Aus technisch-naturwissenschaftlicher Sicht geht das alles, was ich Ihnen heute gezeigt habe. Diese 1800 Terawattstunden, das kann ich Ihnen gerne vorrechnen. Wo hakt es also? Es hakt national, wir haben nicht die Arbeitskräfte, die diesen Wandel umsetzen könnten. Und international, zu viele Länder haben das Problem einfach noch nicht realisiert. Deshalb, es gibt ein sehr gutes Buch. Wann hören wir uns auf, etwas vorzumachen? Gestehen wir uns ein, dass wir die Klimakatastrophe nicht verhindern können? Es ist ja nicht so, dass Klimakatastrophe ist so wie ein Fußballspiel. Wird Borussia gewinnen gegen Schalke oder nicht? Sondern es ist ja ein fließender Übergang. Die Frage ist, wie viel wärmer wird es? Ob es 1,5 oder 2,5 ist ja ein fließender Übergang. Und die Klimakatastrophe ist ja auch zum großen Teil schon da. Die Frage ist nur, wie heftig kommt sie? Und sie wird schon kommen und sie wird auch heftig kommen. Und wir sollten uns noch dagegen stemmen, ja, aber sie wird schon hässlich genug werden, glaube ich. Daher wird sich der notwendige Wandel eigentlich viel zu langsam vollziehen. Und wenn sich die Jugendlichen, also die arbeitende Generation von morgen, nicht auch beruflich für diese Dinge engagieren, dann sieht es für unsere Zukunft leider nicht sehr rosig aus. Ich hätte jetzt gerne einen anderen Schlusssatz für Sie gehabt, habe ich aber nicht. Ich habe trotzdem eine gute Nachricht für einen Teil der Anwesenden. Meine Frau grinst schon so. Die weiß aber nicht, was kommt. Das habe ich erst gestern vorbereitet. Ja, der gute Nachricht ist, die über 60-Jährigen werden die richtig schlimmen Kapitel in diesem Drama nicht mitbekommen. Ja, und was sage ich den Jüngeren?
passt auf, dass ihr gut durch diese turbulenten Zeiten durchkommt. Seid stark, da habt ihr bessere Chancen, euch durchzuboxen. Die ersten Verlierer sind immer die Schwachen. Das ist so. Und es geht auch immer irgendwie weiter. Siehe Deutschland 1945. Also langweilig wird es für euch nicht. In diesem Sinne, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.